herzlich willkommen. Wir werden starten. Es fehlen einige noch, aber das war das letzte Mal auch so. Ich weiß von einigen, dass sie erst später dazu stoßen werden, weil es geht ja schon los, dass man so diverse Geschichten hat wie Yoga oder sonstige Sachen, weil vieles ist ja doch wieder erlaubt. Von daher freue ich mich sehr, dass ihr so pünktlich da seid. Zum zweiten Teil, Schüsslersalze für den Alltag. Wir sind immer nur die gleichen, der Thomas und ich, hat glaube ich das gleiche Hemd an, habe ich gesehen. Nein, hast du schon gewechselt, oder? Du? Hast du mehrere hellblaue Hemden? Ja, habe ich mehrere. Vorhin der Smalltalk war mit meinem Mann, der unten sitzt und alles aufzeichnet, weil auch das ist der Fall, es können nicht alle beide Abende teilnehmen. Der Thomas wird uns dann informieren, wenn die Aufzeichnungen zur Verfügung stehen und so kann sich das jeder dann auch, der einen Teil versäumt hat oder einen Teil nochmal anschauen möchte, sich das in ein paar Tagen, ich weiß es nicht, in einer Woche oder so anschauen. Mein Mann wird heute Nacht noch die Aufzeichnungen präparieren, geht dafür nicht schlafen, ich schimpfe wieder. Schön, dass ihr da seid. Thomas, herzlichen Dank für deine Zeit. Es war ja am Dienstag schon ein großartiger Abend. Du hast mir gesagt heute am Telefon, dass es auch heute wieder circa 2 Stunden dauern wird, für alle die Information. Das ist ja das Tolle bei den Webinaren. Man kann ja einfach sagen, oh, ich bin jetzt dann mal weg oder ich gehe mal dazwischen kurz was essen und komme dann wieder. Ich finde das einfach großartig, diese Möglichkeit, die uns auch diese Zeit jetzt schenkt. Thomas, es waren so tolle Sachen dabei, die du uns schon erzählt hast und geschenkt hast am Dienstag. Ich habe mir 2 Sachen rausgeschrieben, die mir unter der Vielzahl an Infos auch so gefallen haben. Und zwar diese Sätze, die du auch immer wieder so sagst, diese Sprüche. Du hast einen Satz gesagt, den möchte ich an den Anfang stellen. Du hast uns gesagt, wie es hilft, ist es recht. Das war der eine Satz. Wie es hilft, ist es recht. Und der andere Satz war, alles, was sich außen zeigt, ist wie die Spitze des Eisbergs. Und ich freue mich sehr über die Informationen, dein reiches Wissen, dass wir wieder viel aufschreiben, viel sammeln dürfen. Ihr habt das Skript ja vorliegen, ihr habt auch noch den Schluss des Dienstagabends war, den Detox-Flyer von der Firma Adler Pharma. Herzlichen Dank, dass wir auch den haben dürfen, weil da stehen so viele tolle Sachen drin. Es werden sicher heute auch wieder einige Fragen gestellt. Wir versuchen, die dann zu beantworten. Und schreibt mir sonst ein E-Mail. Ich versuche auch, alles zu beantworten, was geht. Und sonst frage ich den Thomas oder leite es ihm weiter. Euch einen guten, informativen Abend, an dem wir Schüsslerwissen aufsaugen können. Die Sarah hatte heute einen Krampf, weil sie einfach zu viel getan hat, unsere Tochter. Und es war einzig und allein Schüssler Nummer 7, was sie aus dieser Talstation wieder rausgeholt hat. Und ich bin immer sehr, sehr dankbar für all das, was ich schon lernen durfte über die Schüsslersalze, vor allem von der Susanna und vom Thomas. Und deshalb freue ich mich auch ganz besonders wieder auf den heutigen Abend. Thomas, wiederum deine Bühne in deinem wunderbaren hellblauen Hemd und danke für deine Zeit. Schon wieder kleine Späßle machen. Ich melde mich dazwischen mal und melde mich dann auch am Ende wieder. Und ihr schreibt rein und ich schreibe da in den Chat auch immer so ein bisschen Kommentare dazu oder wenn mir was einfällt, was der Thomas gerade gesagt hat, dann wiederhole ich das und schreibe das hinein. Ich hoffe, das ist euch recht. Meetingkultur ist wieder, bitte alle Mikrofone ausmachen. Wenn geht die Kamera aus, ich scroll aber durch und schalte euch sonst lautlos, wenn mir auffällt, dass jemand einfach das Mikrofon nicht ausgeschalten hat. Vielen Dank von meiner Seite aus und Thomas, nochmal herzlich willkommen und bitte, ich darf dir das Wort übergeben. Danke. Ich habe schon empfangen. Herzlich willkommen an alle, die den zweiten Abend jetzt sich anhören, anschauen über die Schüsslersalze. Aber zuerst habe ich ein paar Fragen bekommen, die ich gerne beantworte. Und zwar, wie bist du zu den Schüsslersalzen gekommen? Das war eine sehr schmerzhafte Geschichte. Ich bin mit 37 Jahren an einer beidseitigen Hüftkopfnekrose erkrankt. Und ich war nie krank. Und dann war ich auf einmal 3 Monate krank geschrieben mit Krücken und Schmerzen. Und da ist eine Frau vor meiner Haustür gestanden und hat mir das Lehrbuch der Biochemie von Kurt Wicke in die Hand gedrückt
Und wissen Sie, wenn man so krank ist und sich auf die Suche begibt, ja, weil operieren lassen wollte ich mich noch nicht mit 37 und die Hüftgelenke waren nicht besonders damals. Und da habe ich alles Mögliche ausprobiert und so manches würde ich heute nicht mehr ausprobieren. Aber die Schüsslersalze haben mir geholfen. Und ich habe das einfach ausprobiert und nicht, ob ich jetzt was kombinieren darf oder nicht oder wie viel man nehmen darf oder nicht. Ich habe einfach das ausprobiert und wie es mir geholfen hat, war es mir recht. So. Jetzt geht es um den Unterschied zwischen Bau- und Betriebsstoffen. Ich muss da vielleicht ein bisschen zu schnell gewesen sein. Also Schüssler sagt, für den Körper sind Funktionsmittel wichtig und Baustoffe wichtig, also von Bedeutung. Und ich habe übersetzt Funktionsmittel mit Steuerungsstoff, mit Regulierungsstoff und mit Werkzeug. Und damit wir jetzt da also eine Vorstellung bekommen, was meine ich denn da hier mit Betriebsstoff und Baustoff, da gibt es säurebelastete Menschen. Und die Säure wird gebuffert vom größten Basenbuffer her mit dem Kalzium. Und jetzt natürlich mit dem Funktionsmittel Kalzium, nicht mit dem Baustoff. Und jetzt sinkt der Bestand an Betriebsstoff, weil der verbraucht wird. Man könnte ja sagen intrazellulär, also in der Zelle. Und jetzt gibt es da einen Bereich von Makrokalzium, also von Baustoffkalzium, das der Organismus nicht mehr steuern kann. Da hat er keine Werkzeuge dafür und er muss, und jetzt kommt ganz was Wichtiges, er muss aber diesen Bestand auf den Bestand vom Werkzeugkalzium absenken. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, den habe ich das letzte Mal nicht gebracht. Es besteht immer ein bestimmtes Konzentrationsverhältnis zwischen den Mineralstoffen innerhalb und außerhalb der Zellen. Und so ist zum Beispiel viel mehr Kalium in der Zelle als außerhalb. 15 zu 1 ist das Verhältnis. Es ist viel mehr Natrium außerhalb der Zelle als innerhalb. Und so gibt es eben für jeden Mineralstoff ein bestimmtes Konzentrationsverhältnis, das der Organismus einhalten muss. Wenn jetzt noch einmal für die Säure Werkzeugkalzium, Betriebsstoffkalzium, Steuerungskalzium, ich nehme einmal alle diese Wörter, damit Sie für sich ein Bild gewinnen können, wenn das verbraucht wird, sinkt der Bestand ab. Und wie ich schon gesagt habe, Baustoffkalzium verliert seinen Halt oder anders verliert seinen Halt oder der Körper kann es nicht steuern. Und der Körper muss jetzt diesen Bestand auf den Bestand vom Betriebsstoffkalzium absenken. Und dieses Kalzium, das hier frei wird, weil der Bestand abgesenkt wird, das geht zum Beispiel in einen Nierenstein. Ja. Und deshalb habe ich ja einer schwangeren Frau, die war nicht mehr schwanger, also die hat 4 Jahre vorher, bei ihrer letzten Schwangerschaft, hat sie sich durch zu viel Kalzium einen Nierenstein geholt. Also, die hat nur Baustoffkalzium bekommen, das hat der Körper nicht steuern können. Er hat wieder absenken müssen auf die Ebene, wo es zum Betriebsstoffkalzium dazu gepasst hat. Und das wurde alles in einen Nierenstein abgelagert. So, und jetzt habe ich der Frau Nummer 2 Calciumphosphoricum gegeben, also den Betriebsstoff. Ja? Und jetzt hat der Organismus aus dem Nierenstein das Betriebsstoffkalzium sich holen können und in den Körper eingebaut. Und so kann man diese Balance verstehen, dieses Konzentrationsverhältnis innerhalb und außerhalb der Zellen. Und so verstehen Sie dann auch, wenn wir zum Beispiel Kaliumphosphoricum geben, ja, und es ist zu wenig Lecithin da, dann kann das keinen positiven Effekt haben, weil dann brauche ich heute das Lecithin dazu, zu diesem Betriebsstoff Kaliumphosphoricum Nummer 5. Also es gibt so eine Balance. Und wenn jetzt im Sommer zum Beispiel wir sehr viel schwitzen, für das Schwitzen
wird das Betriebsstoffsalz, also Natriumchloratum Nummer 8, verbraucht. Ja? So, gehen wir da her. Und das wird jetzt verbraucht. Und jetzt verliert das hochdosierte Salz den Halt. Und dann wird das abgesenkt, damit die Konzentration wieder stimmt. Und wir haben zum Beispiel weiße Streifen unter der Achsel. Das nennt man dann in der Biochemie den Salzfluss. Ich glaube, dieses Thema Betriebsstoffe und Baustoffe ist sicher wesentlich. Und darum bin ich ja jetzt ausführlich noch einmal auf diese Frage eingegangen. Sie werden dann auf diesem Zettel, den ich Ihnen jetzt zeige, den Nana Ihnen schicken wird. Also hier haben Sie zuerst einmal Steuerung des Mineralstoffhaushaltes, das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe. Und jetzt geht es um notwendige Kombinationen. Das haben Sie hier auch noch einmal abgebildet. Die Nummer 6 braucht die Reinigungsfrau der Zelle, braucht die Müllabfuhr. Nummer 10. Nummer 11 löst gebundene Säure, weshalb es mit Nummer 9, Natriumphosphoricum, dem Säureregulator, kombiniert werden muss. Nummer 12 macht kompaktiertes Gewebe wieder auf, macht Wege frei, wodurch Säure in Fluss kommt, was nach Nummer 9 verlangt. Außerdem werden Schadstoffe beweglich, für deren Bindung der Organismus Nummer 10 benötigt. So, das war jetzt einmal von dem. Wir haben dann hier noch die Zubereitung der Tropfen. Und wir haben hier noch die Dosierungen und die Notregulationen habe ich Ihnen noch zusammengestellt und hier die Topics. Und bei den Topics, also bei den topischen Anwendungen, oh, da ist ein Fehler. Bei den äußeren Anwendungen, da gibt es eine ganz einfache Antwort. Und hier haben Sie noch die E-Mail-Adressen von mir. Und meine Homepage und die Telefonnummer und von der Adler Pharma die Telefonnummer. Und da kann ich jetzt gleich eine Frage beantworten nach den Partnerapotheken in Deutschland. Bitte rufen Sie, ich habe das mit meiner Frau abgeklärt, rufen Sie die Telefonnummer von der Adler Pharma an und sie werden Ihnen Partnerapotheken in Deutschland nennen. Und wenn Sie irgendwelche Fragen nach Produkten haben, die Adler Apotheke in Zell am See, ist auch hier die Telefonnummer, hat wirklich eine ganz tolle Homepage mit einem Webshop, wo Sie nicht unbedingt sofort was kaufen müssen, aber Sie können dort sich alle Artikel anschauen, die es zur Biochemie nach Schüssler gibt. Und jetzt ist es um die Topics gegangen. Ich habe einem Radlfahrer, der hat ein weiches Knie gehabt, weh, es Mundart, bitte, weiß ich, also ein schmerzendes Knie gehabt. Und dann habe ich ihm die Gelenkecreme in die Hand gedrückt. Das ist ein Liebling von mir, das hat mir 25 Jahre meine schadhaften Hüften gerettet. Habe das ihm in die Hand gedrückt, er hat 2 Zentimeter herausgedrückt, hat sich die Schulter, also das Knie, ich nehme jetzt die Schulter, hat es aufgetragen, einmassiert und hat mir es wieder gegeben. Dann habe ich es ihm sofort wiedergegeben und gesagt, das ist falsch. Auftragen, einmassieren, bis das Gewebe das nicht mehr aufnimmt. Und dann ist es im Moment gesättigt. Und das macht man, je nachdem, wie stark die Schmerzen sind, 2-mal oder 3-mal am Tag. Und das hilft wirklich besonders gut. Ich habe jetzt beim Tennisspielen mit meinem Alter so von 73, gell, hat mir das Handgelenk einmal geschmerzt. Jetzt habe ich es 2 Tage mit der Gelenkecreme eingeschmiert und schon sind die Schmerzen weg. Also ist für mich schon persönlich auch wichtig, dass das wirklich erfolgreich ist. Also es ist ein Wort, das hier wichtig ist, das ist, steht auch auf diesem Zettel drauf, die Wiederholung führt zum Ziel. Und wenn eine Mutter von Ihnen hört, weil Sie schon so Fachmann sind, wegen den Menstruationsbeschwerden, ja, du mach halt bitte deiner Tochter die heiße 7. Und dann kommt die Freundin wieder und sie fragen, ja, hast du es ihr gegeben? Na ja, hat es geholfen? Nein. Ja, wie oft hast du es denn gegeben? Ja, eh einmal. Nein. Eine heiße 7 nach der anderen. Die Wiederholung führt zum Ziel.
Und genauso ist es auch bei der Einnahme, bitte. Das ist ja auch wichtig, dass man genug einnimmt. Wenn man da sparsam ist, ja, dann darf es einen nicht wundern. Wissen Sie, wenn ich dann höre, 3x2 Tabletten am Tag, wissen Sie, wie das ist? Wie wenn man einem Kind einen Eislutscher im Mund steckt und dann wieder rausholt. Das ist, wie es hilft, ist es recht. Und wenn 20 Tabletten richtig sind, sind 20 Tabletten richtig. Wenn 7 Tabletten richtig sind, sind 7 richtig. Aber zum Beispiel beim Mundgeruch sind vielleicht 30 Tabletten am Tag am Anfang wichtig. Natürlich, nach dem Abklingen kann ich das ja dann reduzieren. Jetzt hat jemand gefragt, nachdem ich laktoseintolerant bin, kämen für mich nur die Kautabletten in Frage. Ja, kann ich sofort unterstützen, unterschreiben. Natürlich kann man mit diesen Tabletten auch einen Brei, einen Einlauf machen, wenn man die zermörsert. Zermörsern muss man sowieso die anderen Laktosetabletten genauso. Und die flüssigen Schüsselersalze haben eben Alkohol. Und ich persönlich habe einen Vorbehalt, alle Medikamente, vor allem bei Kindern, mit Alkohol. Und jetzt eine Frage zum Spiegel noch. Was ist mit dem Spiegel, der im Schrank innen an der Tür ist? Da gibt es eine ganz einfache Antwort. Wissen Sie, je sensibler der Mensch ist, umso sensiblere Maßnahmen muss er treffen. Und wissen Sie, ja, man kann lachen, wenn ich zu jemandem sage, passen Sie auf, geben Sie auch die Kerzen aus dem Schlafzimmer hinaus. Wenn immer noch etwas ist, wodurch der Mensch nicht zur Ruhe kommt. Oder geben Sie die Bücher hinaus. Oder lassen Sie die Bilder, lassen Sie die Gläser entspiegeln. Und geben Sie vor die Scheiben einen Vorhang. Was immer wichtig ist. Je sensibler der Mensch ist, umso sensiblere Maßnahmen muss er treffen. Und ich persönlich, wenn ich jemanden begleite oder einen Besuch mache, ich schaue mir auch die Zimmer rund ums Schlafzimmer an. Wissen Sie warum? Weil es gibt Bäder am Schlafzimmer dran, wo der Spiegel direkt aufs Bett schaut. Dann empfehle ich eben, Spiegel, die man nach oben klappen kann, oder beim Spiegelschrank, dass man die Türen aufmacht, was immer. Aber es gibt Menschen, die diese feinen Belastungen noch nicht so stark spüren, und dann braucht man auch da nicht mehr etwas unternehmen. Nächste Frage: Ab wann können Kinder das Mittel Juvebene und die Gelenkecreme bekommen? Ich kann Ihnen sagen, ab der Geburt. Die Mineralstoffe, wissen Sie, da gibt es einige Anwendungen, wie zum Beispiel die Mückenstiche mit dem Stingray ab der Geburt. Die Zahnungsmischung für die Säuglinge ab der Geburt. Also dieses Zelljuvebene ist sicher für dieses Mädchen, das hier über Fußschmerzen und Gelenke klagt. Und ich beantworte das bitte für alle, weil das ja wirklich eine interessante Frage ist. Ab der Geburt, aber dieses Mädchen ist 4 Jahre alt und klagt über Fußschmerzen. Und bitte, das ist genau das, was da draufsteht. Nein, jetzt habe ich es falsch in die Hand genommen. Entschuldigung. Wachstumsstörungen, Gliederschmerzen, steht ja da drauf. Und ja, das ist der erste, also bei den 4 Jahren würde ich an den ersten Wachstumsschub denken, vom Kleinkind zum Schulkind, wo das wirklich Schmerzen bereiten kann. Und die Kinder haben nicht so exakt einen Zugang, wo die Schmerzen sind. Sie greinen eher. In der Pubertät dann gibt es ja die Wachstumsschmerzen in den Knien und auf den Fersen. Aber da haben wir es auch, die Gelenke und so weiter. Die nächste Frage heißt, wie lange sollte man beim Fasten Hepaxen einnehmen? Das hängt jetzt, so wie ich das letzte Mal erklärt habe, davon ab, ob jetzt eine Stoffwechselblockade vorliegt oder nicht. Eine oder zwei Dosen müssten reichen. Und dann kommt das Cell Basic. Aber bitte, die beiden werden nicht kombiniert. Sie können wohl das Hepaxen noch zu bestimmter Schüsseldosierung dazunehmen. Ich würde es
sehr sparsam anwenden. Aber zum Cell Basic gibt es nichts zu kombinieren. Das ist allein zu nehmen. Da ist der Organismus wirklich gefordert. Und jetzt gehen wir zu unseren Mineralstoffen. Und diese Mineralstoffe beginnen auf der Seite 18. Sie haben einen breiten Rand, wo Sie hier sich was dazu schreiben können. Aber jetzt ist mir etwas ganz wichtig. Das zeige ich Ihnen. Bevor ich nämlich hier auf die Mineralstoffe eingehe und Ihnen viele Anwendungen einfach zeige. Super, man sieht dich im hellblauen, schon wieder im hellblauen Hemd. Was? Schon wieder blaues Hemd, ja. Und hier die Anwendungen, bitte hier die Anwendungen von A bis Z. Sie können hier sehr vieles nachlesen über die Biochemie nach Dr. Schüssler. Aber jetzt gehen wir zu den Anwendungen von A bis Z. Und Sie sehen hier heroben Anwendung suchen. Und ich gebe jetzt einfach ein Wort ein, Husten. Und dann haben Sie sofort, haben Sie gesehen, links unten haben Sie jetzt Husten. Absonderungen, Bronchitis, Husten allgemein. Da gehen wir jetzt her. Und Sie haben hier sofort eine Kombination von Mineralstoffen, Stückzahlen und zusätzliche Anwendung Salbe H, also die Salbe Husten. Noch einmal, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu schnell gezeigt. Also wir können jetzt noch die nächste Anwendung suchen. Nehmen wir Krampfadern. Und Sie sehen sofort, Sie haben da herunten die Anwendung Krampfadern und Hämorrhoiden. Wir gehen aber zu den Krampfadern. Ich habe das jetzt angeklickt und Sie haben sofort hier die Mineralstoffe 1, 4, 9, 11 und bei geschwollenen Füßen sofort Nummer 10 dazu. Und zusätzlich Kube-Wen-Creme, eventuell noch Adler-Orthoaktiv 1 und Adler-Orthoaktiv 9. Dieses Bild ist mir deshalb hier von so großer Bedeutung gewesen, damit Sie nicht enttäuscht sind, wenn Sie nicht alles schaffen, hier mitzuschreiben. Wenn wir bei der Nummer 1 oder bei vielen Nummern sind und ich eben nur die Themen Ihnen sagen kann, die hier bearbeitet werden können. Und diese Nummer 1 ist ja, das habe ich Ihnen schon gesagt, der Mineralstoff für die Hüllen. Und Sie haben natürlich Knochenhüllen, Calciumfluoratum. Diese Knochenhülle, diese harte Knochenhülle heißt Fluorapatit. Also da haben wir den Namen Fluor schon drinnen. Wir haben die Aderwände, wir haben die Hautoberfläche, also gerade die Haut, ist ganz wichtig, ist die oberste Schicht ist aus Hornstoff und natürlich der Zahnschmelz ist eine ganz wichtige Hülle. Wir haben die Themen Elastizität und Hornstoff, Keratin. Und jetzt ist es so, wir haben also Elastizität, Hornstoff und Hüllen. Und wenn in diesen drei Gebieten jetzt Probleme entstehen, dann ist der Mineralstoff natürlich dran. Und wir haben beim Bindegewebe die Elastizität, wenn sich was dehnt und nicht mehr zusammenzieht. Na, was dehnt sich und zieht sich nicht mehr zusammen? Na, die Krampfadern, wissen wir schon. Aber wenn sich die Sehnen dehnen, wenn es eine Bänderschwäche gibt, wenn man sehr oft umknickt, ja, die Knöchel, sind die Bänder ein wenig zu lang, da sollte man unbedingt meine gute Gelenke-Creme schmieren. Das ist wirklich eine tolle Creme für Bänderschwäche. Und wir sind natürlich hier im Extremfall bei Schlottergelenken. Wenn es um die Hornhaut geht, und ich bitte, ich werde wirklich zu allen Problemen die äußere Anwendung Ihnen auch zeigen. Sie können in allen Schüssler-Apotheken, in allen Partner-Apotheken das Adler Topics-Heft bekommen. Das ist diese äußere Anwendung. Da ist diese äußere Anwendung hier beschrieben. Schrunden, Risse, rissige, na, also nehmen wir mal Schrunden und Risse. Hier
ist der oberflächliche Hornstoff spröde geworden und es kommt zu Rissen. Ich habe hier für die Schrunden, für die Risse, vor allem für die Hornhaut auf den Fersen, Ihnen das letzte Mal schon Soft Feet gezeigt. Und durchaus kann man bei rissigen Fingern auch Soft Feet für die Finger verwenden. Das ist ja ganz klar, weil hier die Mineralstoffe selbstverständlich genauso helfen. Und für die Hände gibt es die Hand- und Nail-Lotion. Die Hand- und Nail-Lotion, da kann ich Nagelmassage machen, Nagelbettmassage. Da geht es um die schrundigen Hände, da geht es um die Pigmentflecken am Handrücken und manche ältere Menschen haben am Handrücken so blaue Flecken, weil sie sich anschlagen. Und all das wird mit dieser Hand und Nail betreut. Und meine Schwiegermutter wurde 86 und die hat dieses Hand und Nail an ihrem Tischchen gehabt beim Fernsehen. Und da hat sie immer eingecremt. Und sie hatte am Handrücken keine Pigmentflecken. Im Gesicht hat sie es nur gehabt. Die rissigen Lippen bekommen den Lippenbalsam, habe ich Ihnen das letzte Mal gezeigt. Die rissigen Fingerkuppen und die Nägel biegsam oder splittern wie Glas, die bekommen die Hand und Nail. Die Karies, ja, das ist schon ein Thema, das ein größeres Problem ist. Wir haben bei der Karies und bei der Nummer 1 die oberflächliche Karies, also die betrifft den Zahnschmelz. Nicht die tiefere Karies, da geht es dann um die Nummer 2, um die durchsichtigen Zähne. Bei der Nummer 1 haben wir durchsichtige Zahnspitzen. Hier ja, haben wir durchsichtige Zahnspitzen und sogar abgesplitterte Zahnspitzen, weil der Zahnschmelz hier auch spröde geworden ist. Das ist jetzt wichtig für das nächste Bild, was ich Ihnen zeigen werde bei der Nummer 2. Also die Zahnspitzen. Gut, die Nägel haben wir schon gehabt, Karies, ja, da waren wir jetzt gerade. Die Krampfadern, die bekommen die Kubewehen, die habe ich am Montag, am Dienstag schon erwähnt. Die Kubewehen, die Creme für Krampfadern, Besenreißer und die Kuperose im Gesicht. Senkfuß, Spreizfuß, Blattfuß. Ja, manche Frau hat nach ihrer Schwangerschaft eine Schuhnummer größer. Und viele glauben, das kommt vom Gewicht. Nein, das kommt nicht vom Gewicht. Das kommt von dem Verbrauch an Nummer 1. Hier wurde irrsinnig viel Mineralstoff für Elastizität verbraucht und dann das Gewölbe senkt sich und es kommt zum Blattfuß. Also hier wäre sehr wichtig, weil das kann sehr schmerzhaft sein, die Gelenkecreme anwenden. Aber immer ist natürlich die Hauptnummer Nummer 1. Wir bewegen uns ja immer jetzt gerade in der Hauptnummer Nummer 1. Die Haltungsschäden, Kyphose, Koliose, also das Rückgrat, das sich verbiegt oder das den Menschen verbogen wurde, das braucht die Nummer 1. Aber nicht, dass Sie glauben, dass diese Haltungsschäden jetzt zurückgehen. Aber man kann die Schmerzen, die durch diese Fehlformungen entstehen, kann man wirklich lindern, auf jeden Fall. Die Hypermobilität, die habe ich schon genannt. Also wenn jemand überbeweglich ist oder wenn jemand den Arm so bewegt und es wird die Schulter ausgekegelt, das sind zu lange Bänder und da sind wir wieder bei der Nummer 1 und sicher auch bei der Gelenkecreme. Organsenkung, Gebärmuttersenkung, das hat mit der Nummer 1 zu tun und die Phimose, bitte, da sind wir ja bei den Buben, bei den kleinen Buben, wo die Vorhaut so schmerzhaft gelöst wird. Cremegel Nummer 1 schmieren, Nummer 1 einnehmen und in der Nummer 1 baden.
Das wäre hier eine ganz tolle Anwendung. Die Narben, ich denke auch an Frauen mit ihrem Kaiserschnitt, mit verwulsteten Narben, was es sehr häufig gibt. Da ist die Asquinel eine tolle Creme und natürlich Nummer 1 einnehmen und vielleicht noch ein paar andere Nummern. Da geht es um die Powermischung oder sowas. Und bitte bedienen Sie sich dann, nachdem der Vortrag beendet ist, oder beanspruchen Sie einfach meine Homepage und dann können Sie Anwendungen von A bis Z ohne Ende, also es sind 800 Anwendungen gespeichert, können sich dann austoben, sage ich jetzt einmal. Die Base Dent ist natürlich für lockere Zähne wichtig. Warum? Die Nummer 1 ist der Betriebsstoff für den Zahnhalteapparat. Das möchte ich dann gleich beantworten. Die Nummer 1 ist der Betriebsstoff für den Zahnhalteapparat. Das sind Fasern. Die Zähne werden durch Fasern im Kiefer gehalten. Und wenn die einen Mangel an der Nummer 1 erleiden, dann kann es sein, dass die Zähne locker werden. Die Zahnheilkunde hat nichts, außer wenn es zu schmerzhaft wird, die Zähne zu reißen. Ich habe schon einige Zahnärzte in meinen Seminaren gehabt, weil Zähne fest wurden. Und natürlich nicht nur die Nummer 1 einnehmen, unbedingt fleißig die Base Dent, die Zahnpasta anwenden. Und mit dieser Zahnpasta kann man ganz toll auch Zahnfleischmassage machen, vor allem bei blutendem Zahnfleisch. Aber beim blutenden Zahnfleisch kommen wir noch bei der Nummer 5 drauf. Ich habe noch etwas für Sie, eine Kombination für die Zerrung, Verstauchung und Prellung. Da haben wir, das können Sie sich aufschreiben oder die Nana schreibt es Ihnen jetzt auf, 3 plus 5 plus 8 je 40 Stück, 1 plus 11 je 10 Stück. Dankeschön. Und diese Tablettenanzahl ist nun ein Brei für einen verstauchten Finger. Das muss ich schon dazu sagen, weil sonst würden Sie sich wundern. Na, wenn man einen Knöchel behandeln will, muss man schon ein Vielfaches von diesen Mineralstoffen beanspruchen. Und ich habe das letzte Mal bei der Anwendung als Brei, glaube ich, ausführlich genug Ihnen beschrieben. Und wenn wir jetzt zur Nummer 2 gehen, habe ich gleich so ein Bild für Sie. Die Nummer 1, habe ich gesagt, war für die Hüllen. Ja, Hülle. Der Zahnschmelz, die Knochenhülle, die Haut als riesige Hülle, die Aderwände als Hülle. Und die Nummer 2 ist für die Fülle. Genau das, was da drinnen ist. Und die Nummer 2 ist auch der existenzielle Mineralstoff, kann ich ruhig sagen. Also das Innere der Knochen heißt Hydroxylapatit zum Beispiel. Also einfach das Innere der Knochen braucht dringend die Nummer 2. Das Innere vom Zahnschmelz ist das Dentin, also das Zahnbein. Ja? Außen Nummer 1, innen Nummer 2. Die Knochen habe ich schon gebracht und jetzt geht es um die Blutbildung. Und wissen Sie, da gibt es immer wieder die Frage, blasse Menschen, was haben denn die für einen Mangel? Und immer hört man einen Eisenmangel. Und ich muss Ihnen sagen, das kann irreführend sein. Wächserne Kinder, blasse Kinder, haben einen Mangel an Blut. Wir unterscheiden in der Biochemie zwischen Blutmangel und Eisenmangel. Und jetzt werden Sie sich fragen, ja, warum Blutmangel? Die Nummer 2 ist der Betriebsstoff für das Eiweiß. Die Nummer 2 ist der Betriebsstoff für die Leber, für den Eiweißhaushalt. Und im Blut sind sehr viele Eiweißkompartimente, heißt das, also Eiweißbestandteile. So, weiße und rote Blutkörperchen, Blutblättchen, Erythrozyten und so weiter. Und der Körper braucht Nummer 2, um diese Bestandteile für das Blut aufbauen zu können. Jetzt bei einem Jugendlichen, gerade bei einem Mädchen, Knochen, Muskeln, Gefäße, Gewebe, alles muss gebildet werden und braucht die Nummer 2. Und dann wächst die in der Pubertät 10, 15 Zentimeter und es kommt zu einem Blutmangel. Und sie neigt zu einer leichten Ohnmacht
weil es einen Blutmangel gibt. Deshalb ist hier die Nummer 2 der richtige Mineralstoff, also Eiweißverarbeitung. Und darum steht hier am Anfang blasse Kinder. Und das, was ich gleich am Anfang von der Nummer 2 Ihnen bringen will, unbedingt, ist, woran denken Menschen bei einem Muskelkrampf? Ich höre Sie alle sagen Magnesium. Wissen Sie, dieses Magnesium, ich höre das ja von Füßlerianern, dieses Magnesium hilft. Es hilft nämlich wirklich, es relaxiert die Muskeln. Aber ich sage Ihnen was, und der Krampf kommt wieder. Und der Krampf kommt wieder, weil für den Muskelkrampf brauchen wir Kalzium. Und kurz erklärt, wenn ich den Arm anhebe, ja, dann gleiten hier Muskelfasern ineinander. Aktin- und Myosinfasern heißt das einfach jetzt einmal. Und dass sie sich wieder lösen, braucht es Calcium-Ionen. Und das ist die Nummer 2. Und jetzt, warum habe ich das beim bellenden Husten jetzt Ihnen gebracht? Wenn nämlich die Bronchien krampfen, also sich zusammenziehen, ja, dann gibt es einen sogenannten bellenden Husten, den hollernden Husten. Und natürlich ist jetzt die Nummer 4 in der Salbe H. Nun dürfen wir aber das nicht draufschreiben, steht nur H drauf, Salbe H. Und hier ist natürlich die Nummer 4 der wesentliche Mineralstoff, der da drinnen ist. Bei der Osteoporose, muss ich sagen, ist natürlich die Nummer 2 der Hauptmineralstoff. Aber es sind entsprechende zusätzliche Mineralstoffe hier sicher wichtig, die man dann aus dem Repertorium, aus meiner Homepage oder aus einem Buch oder aus dem Mini-Guide entnehmen kann. Wissen Sie, das ist mein wichtigstes Buch, das kleinste, gell? 600.000 Exemplare, glaube ich, gibt es schon und wurden in den Apotheken weitergegeben. Die können Sie bei Partnerapotheken der Adler Pharma, können Sie diesen Mini-Guide bekommen. Da sind 500 Beschwerden drinnen und jetzt schaue ich gleich nach, ob ich mich auf mich selber verlassen kann. Osteoporose, da steht es schon. Bitte sehr. Mini-Guide. Achso, was steht da? Feichtingers Mini-Guide, bitte sehr. Da können Sie dann nachschauen. Das ist etwas, was für diesen Einführungsabend zu viel wäre, wenn man hier auch noch die einzelnen Nummern und die Stückzahlen angeben wollte. Der Blutverlust hat natürlich mit der Nummer 2 zu tun, also bei Operationen, bei Geburt und so weiter, ist der wichtigste Mineralstoff die Nummer 2, aber immer ist auch die Powermischung sehr gut dazu, also 2, 3, 5, 8 ist eine tolle Kombination. Übrigens ist das auch eine ganz tolle Kombination für Kinder, die so müde und fertig von der Schule nach Hause kommen. Ein richtig toller Erfrischungscocktail. 2, 3, 5, 8 von jedem Mineralstoff, 5 bis 7 Stück aufgelöst in einem Viertel Liter Wasser oder ja, 8 Liter Wasser so zwischendrin und den Kindern zum Trinken geben. Wissen Sie, da muss man nicht so kompliziert schauen, einen Schluck im Mund behalten und vielleicht bis 10 zählen und dann schlucken. Nein, nach einer Viertelstunde sind die Kinder wirklich wieder frisch. 2, 3, 5, 8. Danke, dass du das so aufgeschrieben hast. Dann kann man das weiter aufschreiben. Nasenbluten. Es gibt Jugendliche, die haben plötzlich unvermittelt Nasenbluten. Jetzt werden Sie sich fragen, was hat denn da die Nummer 2 zu suchen? Calcium befindet sich am Beginn der Gerinnungskaskade, das heißt jetzt einfach so, dieser Gerinnungskette, ja, am Beginn, dass das Blut gerinnt, dass das Blut stockt. Und wenn das eben zu wenig vorhanden ist, Calcium Phosphoricum, dann kann diese Gerinnungskaskade nicht ausgelöst werden. Und natürlich sofort Nummer 2, und ich würde mir wirklich so einem Jugendlichen 20, 30 Stück einmal ein paar Tage geben und dann reduzieren, vielleicht auf 7 Stück am Tag. Die Nasenpolypen sind auch die Nummer 2
Das ist ein bisschen eine kompliziertere Geschichte, aber der Hauptmineralstoff ist Nummer 2. Die verzögert die Knochenbildung. Bitte, hier haben wir ganz am Anfang bei der Fragenbeantwortung schon Zelljuvevene gehabt. Und ich persönlich bin hier für die verzögerte Knochenbildung, bin ich auf jeden Fall hier bei Kindern und Jugendlichen, bin ich bei diesem Zelljuvevene. Jetzt werden Sie mich fragen, natürlich Osteoporose bei Damen im Klimakterium. Da sind wir natürlich beim Zelleuklim. Da haben Sie ja Klimakterium drinnen und da geht es ja wirklich um die hormonelle Balance im Körper. Und es ist durchaus eine Kombination, die ich unterstützen kann, Zelleuklim und Juvevene. Und ich liebe es, dass ich hier also diese Komplexmittel Ihnen empfehlen kann, weil hier muss ich nicht gleich 4, 5, 6, 7 verschiedene Mineralstoffe aufzählen. Der Knochenbruch braucht eine wirklich ausgewogene Mineralstoffmischung. Grundsätzlich Nummer 2, ich habe Mütter erlebt, die mir gesagt haben, der Gips ist viel früher heruntergekommen als geplant, weil die Kallusbildung so toll war. Also nur ein Mineralstoff. Natürlich, Nummer 1 wäre noch gut für die Hülle, 1 und 2 und 11. Das ist einmal die Grundmischung und dann noch die Powermischung dazu. Das späte Zahnen würde ich unbedingt hier auch mit dieser Knochenmischung 1, 2, 11 und der Powermischung unterstützen. Den Spannungskopfschmerz hier am Nacken, das ist eine sehr diffizile Geschichte. Gell? Da denken wir jetzt ans Conaso vom Fernsehen, an diese Werbung. Gelenkecreme im Nacken auftragen oder Cremegel Nummer 2. Es geht um verspannte Muskulatur. Das zieht sich hoch, sitzt dann bei den Augen drinnen. Calcium Phosphoricum Nummer 2, Spannungskopfschmerz oder Gelenkecreme. Ja. Schneller Pulsschlag. Es gibt einen beschleunigten Pulsschlag. Das hat damit zu tun, wenn man am Abend ein Glas Weißwein trinkt oder einen Kaffee oder noch ein Glas Sekt trinkt. Und da geht es um die Säure. Und die Säure wird mit Kalzium gepuffert. Und dieses Kalzium, wenn es da zu einem Mangel kommt, da spannen die Gefäße. Und das Herz kommt in Not. Und es schlägt schneller. Es ist ein beschleunigter Herzschlag. Du liegst im Bett, kannst nicht schlafen, weil das Herz ein bisschen schneller schlägt. Das ist die Nummer 2. Calcium Phosphoricum. Die Muskel- und Wadenkrämpfe, die habe ich schon erklärt. Wachstumsschmerzen bekommen Zelljuvevene. Die Osteoporose, wie gesagt, die steht noch einmal da. Sehr intensive Mischung würde ich hier empfehlen. Und die Zellulite, warum steht da die Zellulite? Weil es um den Eiweißhaushalt geht und weil die Leber vielleicht durch Hormone oder durch Medikamente oder zu viel Säure das Eiweiß nicht mehr verarbeitet, sondern es wird das Eiweiß angelagert in diesen unangenehmen Hügeln da, Polstern. Und es ist natürlich hier ein Eiweißüberschuss. Wichtig ist, Eiweiß reduzieren. Das ist sowieso ganz was Wichtiges in unserer heutigen Zeit, wo die Menschen viel zu viel Eiweiß zu sich nehmen. Wir brauchen 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht pro Tag. Und das ist bei einem 70 Kilogramm schweren Menschen, sind das 5 Decker. Das ist nicht viel. Und bitte alle, die jetzt Low Carb, also diese Mode, der Mode anhängen, bitte, ich warne Sie. Es kommt von der Atkins-Diät, es kommt aus Amerika. Und wissen Sie, und das ist mir die Zeit jetzt ganz gleich, die Europäer schimpfen immer auf, dass die Amerikaner keine Kultur haben. Und wissen Sie, was die einzige Kultur der Europäer ist? Die Amerikaner nachzubeten. Das kommt alles aus Amerika, Low Carb. Wir brauchen eine ausgewogene Ernährung und vor allem nicht das Eiweiß zu übertreiben. Da gibt es einen Forscher, der heißt Lothar Wendt, bitte den Namen. Lothar mit TH und Wendt mit DT. Das könnte doch manchen Zuhörer, manche Zuhörerin interessieren. Der spricht von den
Proteothesaurismosen. Ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich das Wort gelernt habe. Eiweißspeicherkrankheit. Eiweißspeicherkrankheit. Ja. Heuschnupfen belastete Menschen können allein dadurch schon Hilfe bekommen, wenn sie das Eiweiß in ihrer Ernährung reduzieren. Wir haben natürlich hier die Bedürfnisse. Senf, Ketchup, geräuchertes Gehör, das schreit nach der Nummer 2. Eisen, Ferrum phosphoricum, ist, habe ich das letzte Mal schon erklärt, bei der Verkühlung für die Transportqualität des Blutes zuständig, deshalb für die Stoffwechselleistung, für die Stoffwechselarbeit. Und wann muss der Stoffwechsel viel arbeiten? Na, wenn wir uns der Sonne aussetzen zum Beispiel. Ja, habe ich das letzte Mal schon erklärt. Und da gibt es Menschen, die haben einen großen Eisenmangel und da sagen die, in letzter Zeit vertrage ich die Sonne nicht mehr. Ja, weil der Körper auf diesen Reiz Sonnenstrahlen nicht mehr antworten kann. Die ganze Durchblutung hängt an diesem Betriebsstoff. Es ist der Betriebsstoff für die erste Hilfe, für den Sauerstofftransport natürlich. Wenn sehr viel Eisen, Ferrum phosphoricum zum Beispiel bei der Fastenkur verbraucht wird und weniger Sauerstoff in den Kopf kommt, dann gibt es das leichte Schwindelgefühl. Und es ist das stärkste Antioxidant, was wir haben. Und hier, ja, es ist das stärkste Mittel für den Stoffwechsel und deshalb auch das stärkste Mittel, unser Immunsystem zu stärken. Und hier, wenn es ums Immunsystem geht, haben Sie hier die Immunfeldstärkung aufgezählt bekommen. Bei Kindern 5 bis 7 Stück, also 0 bis 7 Jahre, 7 bis 14 Jahre, 7 bis 10 Stück und über 14 Jahren haben wir dann 10 bis 15 Tabletten, um das Immunsystem zu stärken. Oder wenn Sie langfristig das Immunsystem stärken wollen, gehen Sie bitte zum Zell-Immuverin. Und zu diesen Komplexmitteln, zu Ihrer Information, gibt es in der Apotheke auch ein Heft, wo alle diese 7 Komplexmittel beschrieben sind. Wenn es Konzentrationsschwierigkeiten gibt beim Lernen, dann haben wir das Zellvita. Das ist für mich, jetzt habe ich das letzte Mal schon erklärt, Zellvita und Kalium Plus, dem Nährstoffpräparat, die tollste Lernmischung, die es gibt. Aber es geht hier auch um Energien und um Konzentrationsbeschwerden. Die Nana zeigt mir gerade ihre Zellvita-Dose. Freut mich. Also Müdigkeit, Zellvita. Und jetzt habe ich ja das letzte Mal bei der Verkühlung das niedere Fieber erklärt. Ja, wenn der Stoffwechsel viel arbeiten muss und es ist zu wenig Transportqualität im Körper, im Blut, dann will der Körper das kompensieren, er lässt das Blut schneller zirkulieren, damit er die Transporte erfüllen kann. Und dann, wie erreicht er das, dass das Blut schneller zirkuliert, indem er die Temperatur erhöht. Und wir sind hier bei dem niederen Fieber, bei der erhöhten Temperatur bis 38,8. Und hier sind wir beim Ferrum phosphoricum Nummer 8. Und alles, na, wenn Sie sich verletzen, ja, und da dringen Krankheitserreger ein und auf einmal fängt es da zum Bruch, na, zuerst wird es einmal rot. Warum wird es rot? Weil der Körper, wenn er wenig Transportqualität hat, viel Blut hinschickt. Da wird es rot, wird es warm, pulsiert und klopft und pocht. Und das ist alles ein Mangel an der Nummer 3. Auch die pulsierenden Kopfschmerzen, ein Mangel an der Nummer 3. Alle Entzündungen, die Entzündung habe ich jetzt gerade erklärt, da wo viel Blut hingeschickt wird, wird es rot und warm, wir nennen das Entzündung. Die akuten Erkrankungen, wissen Sie, das ist die erste Auseinandersetzung mit einer Krankheit. Ja? Und da muss der Stoffwechsel arbeiten, viel arbeiten, Stoffwechsel muss leisten. Und wenn das gelingt, dann hat die Krankheit keine Chance. Und man kann vorbeugen. Man kann das Immunsystem stärken, Immuferin. Und das ist in Zeiten wie diesen ganz was Wichtiges. Sie wissen das, es geht ums Covid-19. Den Eisenmangel, beim Eisenmangel, ja, wissen Sie, da gibt es Menschen, die erleben das. Sie erleben beim Eisenpräparat, sie haben eine Verstopfung. Sie haben vielleicht sogar Zahnprobleme, Magenprobleme. Da braucht man mal Nummer 3, Ferrum phosphoricum und Eisenimmun.
Das ist eine ganz tolle Kombination beim Eisenmangel. Wir haben dann schon noch weitere Mineralstoffe dazu, die wichtig sind. Das ist die Nummer 17 und die Nummer 19. Aber wissen Sie, Nummer 19 ist Cuprum arsenicosum und das wird hier mit dem Eisenimmun auch schon erfüllt, da ist auch Kupfer drinnen. Der Körper braucht nämlich Kupfer, um Eisen ins Hämoglobin einbauen zu können. Also diese Kombinationen sind alle in diesen Nährstoffen auch schon berücksichtigt, die hier wichtig sind. Natürlich baut es ein Muskelkater vor, ist klar, weil dort der Stoffwechsel gefördert wird, dass er was leisten kann. Und kleine Verletzungen bekommen das GLW. Entschuldigung, das GLW wie Wunden. Natürlich nur Wunden, die nicht genäht werden müssen, das ist wichtig. Wir haben hier charakteristische Wörter. Mein Kind ist immer wieder krank. Ich habe das am Dienstag schon gesagt auch. Immer wieder, ja. Da braucht nur ein Kind im Kindergarten krank sein, ist meins auch krank. Oder ich bin immer wieder krank. Nummer 3 oder Zellimuferin. Wir gehen zur Nummer 4, Kaliumchloratum. Das ist ein ganz toller Mineralstoff, der ist für die Drüsen der Hauptbetriebsstoff, der ist für den Aufbau der Fasern wichtig und da habe ich das letzte Mal schon von den Faszien gesprochen und es ist so, dass der Organismus mit den Eiweißpartikeln, die durch die Nummer 2 entstehen, Fasern zusammenklebt. Und jetzt habe ich schon gesagt, klebrig ist ein Charakteristikum auch von der Nummer 4. Und was natürlich bei der Impfmischung von großer Bedeutung ist, es ist der Mineralstoff für chemisch belastende Substanzen. Und da werde ich Ihnen dann schon noch die Impfmischung ansagen. Gut. Bindegewebsaufbau. Ja. Es reguliert die Fließfähigkeit des Blutes, steht hier. Um was geht es da? Mit der Nummer 4. Bindet der Organismus die Faserstoffe im Blut. Ja? Diese Fibrine. Ja? Wenn es zu einem Mangel an der Nummer 4 kommt, kann er nicht alle Faserstoffe halten. Das heißt, es werden Faserstoffe im Blut frei und, das sagt man im Fachausdruck, die Viskosität steigt. Also das Blut wird dickflüssig, zähflüssig und es dehnt die oberflächlichen Adern auf. Und jetzt sind wir bei der Kuperose, bei den Besenreißern. Wenn aber die Faserstoffe im Gewebe irgendwo frei werden, dann verklumpen sie und es werden so Körnchen und wir sind beim Hautgris, bei den Milien. Und da Milien ist Nummer 4 und Kränkel Nummer 4 und Strom ausschalten. Ja? Beim Hautgris Strom ausschalten. Elektromagnetische Felder zerstören die Molekularstruktur der Kollagene, also der Fasern. Ja? Und wir bestehen zu 15% aus Kollagenen. Ein 70 Kilogramm schwerer Mensch hat 10 Kilo Kollagen in seinem Körper. Und wenn da der Strom ansetzt, dann gibt das schon Probleme. Und das habe ich oft genug erlebt. Gerade Mädchen sind hier sehr sensibel und deshalb empfehle ich immer im Kinderzimmer den Strom ausschalten. Und wenn die noch so an ihrer Stereoanlage oder Computer oder was immer hängen, am Abend bitte vielleicht einen Hauptschalter, wo man alles ausschalten kann oder die Sicherung ausschalten. Bitte, das ist mir ganz was Wichtiges. Der weißlich-schleimige Husten wurde von mir schon am Dienstag auch erklärt. Und da geht es darum, wenn der Körper plötzlich Nummer 4 braucht und es ist wenig im Arbeitsspeicher, im Langzeitspeicher, dann greift er zu einer Notregulation. Er holt sich aus Faserstoffen die Nummer 4 heraus. Die hat er ja vorher mit der Nummer 4 aufgebaut. Also da holt er sich
die Nummer 4 heraus im Bereich der Bronchien. Ja. Die Faserstoffe verlieren ihren Halt, verklumpen, reizen die Härchen und wir sind beim weißlich-schleimigen Husten. Deshalb natürlich Nummer 4 in der Salbe H. Also Sie merken schon die Kombinationen, die hier entstehen. Hautgrüße haben wir schon gehabt, die Koporose, die Besenreiser, ja, die Kube Wehen. Und die Regulierung der Fließfähigkeit des Blutes mit der Nummer 4. Und jetzt geht es um Klebrigkeit. Wenn Sie beim Zähneputzen ausspucken, ja, und das zieht sich so, dass Sie eine Schere brauchen zum Abschneiden, das ist die Folge des Mangels an der Nummer 4. Und das Berühmteste, was sich so zieht, wissen Sie, was das ist? Die Rotzglocke der kleinen Kinder. Das ist die Nummer 4. Gehört hierher. Ja, ich habe einen Haubenkoch betreut, der hat Knieoperationen gehabt und dann ist ihm die Haut am Knie angeklebt und mal schmerzhaft gelöst worden. Und dann haben wir das mit den Mineralstoffen geschafft. Und die weichen Schwellungen, da ist das Bindegewebe belastet worden. Da ist Bindegewebe, da sind Fasern frei und es kommt zu weichen Schwellungen. Und wir sind jetzt bei den Impfschwellungen. Erstens einmal sind wir bei der Impfmischung. Das ist die Nummer 2, 3, 4, 8, 10 und 20. Ich glaube, ich habe da eine auslassen. 2, 3, 4. Könnte sein, dass die Nummer 6 auch noch wichtig ist. Wenn wir das noch schauen. Ah, nein. 2, 3, 4, 8, 10 und 20. Und die Nummer 2 bei den Impfungen, super, Dankeschön für das Hineinschreiben. Die Nummer 2, da geht es um Eiweiß. Und die Impfung bringt fremdes Eiweiß. Und deshalb gibt es ja die Schwellung dann nach der Impfung am Oberarm. Die Nummer 3, ja, Stoffwechsel, leichte erhöhte Temperatur ist oft die Folge von Impfungen. Und deshalb die Nummer 3. Sie haben schon gehört, erhöhte Temperatur, Nummer 3. Die Nummer 4 ist nun für die Präparationsstoffe, Stabilisierungsstoffe, Konservierungsstoffe, die da drinnen sind. Also für alle diese chemischen Sachen, die die Nummer 4 bindet. Die Nummer 8 ist überhaupt Die Nummer 8 ist für biologisch belastende Substanzen, ich will nicht nur sagen für biologische Gifte. Und die Nummer 10 kennen wir schon, gell? Das ist die Müllabfuhr, die da alles abbauen muss. Und jetzt kommt ganz ein wichtiger Mineralstoff, die Nummer 20, Kalium, Aluminium, Sulfuricum. In den Impfungen, in den Adsorbat-Impfungen ist immer auch eine Aluminiumverbindung drinnen. Und ein vierjähriges Kind hat heute eine Lebenserwartung in unserer Gegend von 104 Jahren. Und da kann ich nur mehr sagen, liebe Grüße von der Demenz. So, habe ich mich ausgetobt. Aber jetzt werden Sie vielleicht erschrocken sein. 2, 3, 4, 8, 10 und dann 20. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Wir haben eine ganz tolle Komplexmischung, Zellallergie. Und wissen Sie, da ist tatsächlich die Impfmischung drinnen, 2, 3, 4, 8, 10. Und da ist noch die Nummer 21 für die spezifische Immunabwehr und die Nummer 24 für den Turboreiniger drinnen. Und wenn Sie jetzt Zellallergie mit Kalium, Aluminium, Sulfuricum Nummer 20 kombinieren, haben Sie eine ganz tolle Impfmischung. Und mir liegen Kinder so am Herzen, dass ich das wirklich intensiv sagen wollte. Und vor allem jetzt noch was dazu, da kommt es ja auch zu einem Stich und der ist nicht lustig und da gibt es oft eine Impfschwellung. Entschuldigung, das, ja, schöner Rücken kann auch entzücken. Es kommt oft zu einer Impfschwellung und da gibt es das Stingaway. Das Stingaway haben wir zusammengebaut für Mückenstiche, für Bremsen, vielleicht sogar für Wespen, wenn man nicht besonders allergisch ist, aber auch für Quatteln von Brennnesseln.
Quatteln von Quallen im Sommer. Es gibt Familien, die wollen ohne das Stingray nicht mehr in Urlaub fahren. Und ich habe noch was. Windpocken, diese juckenden Quatteln. Der Juckreiz geht sofort weg. Und der Juckreiz der Quatteln von der Gürtelrose, der Juckreiz geht sofort weg. Wir behandeln bitte hier nicht diese Belastungen. Aber der Juckreiz geht sofort weg. Und das ist eine wichtige Geschichte. Und denken Sie bitte an die Impfschwellungen. Sting away. Ja, mein, jetzt kommt das wieder. Ich hab gewartet. Ja, natürlich. Gut. Also, ihr seid Nummer wieder alle da, tralala. Ja, Nummer 5, Kalium Phosphoricum, der Energiemineralstoff grundsätzlich. Und ich habe Ihnen schon gesagt, dass wir zur Nummer 5 unbedingt Kalium-Energie kombinieren. Also Nummer 5 und Lecithin passt zusammen. Entschuldigung, ich habe das zu kurz hingehalten. Das war jetzt nicht gut. So, gehen wir mal zuerst zur Milz. Die Milz ist das Energieorgan. Und wer hier Belastungen hat, das gibt es bei Jugendlichen, die haben auf einmal Seitenstechen. Nummer 5 und Kalium Plus. Es baut die Nervensubstanz auf. Haben wir schon gesagt. Angegriffene Nerven, ja, angegriffene Nerven brauchen die Nummer 5. Da geht es um die Nervensubstanz. Also hier auch noch wieder um das Lecithin selbstverständlich. Die Muskeln und die Leistung der Muskeln. Ja, wissen Sie, Leistung, wann es dran ist. Zu mir der Bäuerin gesagt, Herr Fechtinger, ich bin nichts mehr wert, seit ich nichts mehr leisten kann. Sie hat sich über die Leistung definiert. Bitte, wir sind auch ohne Leistung was wert. Wir sind auch, wenn wir uns erholen, was wert. Und wir sind es wert, dass wir uns erholen und unsere innere Ruhe und so weiter, alles, was wir so brauchen bei der Erholung, dass wir das wieder aufbauen. Die Psyche, da habe ich schon gesagt, man fühlt sich mutlos, verzagt, weinerlich. Also Energie und, jetzt kommt was Wichtiges, der Körper braucht eine Kombination, Nummer 5 und Nummer 8, Kalium Phosphoricum und Natriumchloratum, um Gewebe aufzubauen. Und das ist vor allem für schwangere Frauen ungeheuer wichtig. Ja? Schlundbrennen, Mangel an der Nummer 8, leichte Tendenz zum Mundgeruch, Nummer 5. Zwei wichtige Mineralstoffe für den Aufbau des heranwachsenden Kindes im Mutterleib, 5 und 8, aber natürlich für die Energie grundsätzlich. Aber wieder, ich habe einen Mineralstoffkomplex Selvita und hier ist die erweiterte Powermischung drinnen, 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 7, 8 und 17. Also eine ganz tolle Kombination für unsere Energie. Schwindende Lebensenergie, Nummer 5. Und hier haben wir das Zahnfleischbluten. Und wissen Sie, ganz wichtig, die Menschen hören ja, beiß die Zähne zusammen. Da musst du die durchbeißen. Und was krampft dann, denken Sie an den John Wayne, da sieht man dann da die Muskeln, wie sie spannen, das hyper, super, hyper männliche, kann man vergessen, den Männlichkeitswahn, weil das tut dann mit der Zeit weh. Du kannst auf einmal den Mund nicht mehr aufreißen, weil es da hinten so weh tut. Dann gibt es Menschen, die wenn die den Mund aufreißen, da haben sie da hinten die Schmerzen. Und es gibt Erwachsene, die haben eine Beißschiene. Hier geht es um die Verkrampfung. Kinder, die mit den Zähnen knirschen, hier geht es um die Verkrampfung. Und da geht es immer um die Gelenkecreme. Hier Gelenkecreme auftragen, Gelenkecreme auftragen, Gelenkecreme auftragen, damit das sich erholt. Und dann kann ich aufreißen. Und wichtig, wenn das hier so verkrampft ist, Nebenbemerkung, da kann es Probleme geben mit dem Trigeminusnerv und vor allem mit dem Facialisnerv. Also das ist aber was Spezielles dann für ein weiteres Seminar. Noch einmal, wenn das Kiefergrundgelenk so krampft, ja,
dann geht da wenig vor in das Kiefer und wir haben Zahnfleischbluten und Zahnfleischschwund. Und das hat alles mit Energie zu tun, Nummer 5 und natürlich Base Dent, die Zahnpasta. Und jetzt geht es um eine ganz unangenehme Sache, um den Mundgeruch. Ich habe schon gesagt, mit Nummer 5 und Nummer 8 baut der Körper Gewebe auf. Jetzt leistet jemand sehr viel und es ist die Nummer 5 notwendig. Der Körper braucht Nummer 5. Jetzt lässt der Körper Gewebe zerfallen, um an die Nummer 5 heranzukommen, die er vorher in das Gewebe investiert hat. Ja? Und wissen Sie, zerfallendes Gewebe riecht verwesend. Und das kommt nicht von dem, weil man sich die Zähne putzt, und das kommt nicht aus dem Mohn. Das kommt daher, dass der Mensch so fertig ist, ja, so fertig ist, muss man so sagen. Und dass er einfach Nummer 5 braucht. Und ich würde sagen, ich würde schon sagen, auch diesen Nährstoffkomplex dazu. Natürlich beim Mundgeruch, wissen Sie was, Sie können, wenn Sie das weitergeben oder wenn Sie selber das Problem haben, man kann die Lebensqualität mit einem Mineralstoff von einem Menschen verbessern und vor allem von seinem Partner. Mundgeruch. Die Weinerlichkeit, die Verzagtheit, die angegriffenen Nerven, Burnout, das hat alles mit der Nummer 5 zu tun. Ich zeige Ihnen noch einmal mal die Kombination, die ich hier empfehlen würde. Unbedingt, unausweichlich würden Sie von mir diese Kombination bekommen, was ich jetzt vorgelesen habe. Die Powermischung Adler Ortho 5. Jetzt kommt die Agoraphobie, die Platzangst. Wissen Sie, Platzangst, da glauben die meisten Menschen, das ist die Angst vor einem engen Raum. Das stimmt nicht. Platzangst ist die Angst, vor einem großen Platz quer drüber zu gehen. Die gehen außen herum. Und die heißt im Fachausdruck Agoraphobie. Weil die Platzangst, die Klaustrophobie, da kommen wir gleich beim nächsten Mineralstoff. So gut, die Zahnfleischschwund haben wir schon gehabt. Schokoladenhunger, hier wissen wir, Nussschokolade. Weil in den Nüssen ist Lecithin und das hat wieder mit der Nummer 5 zu tun. Und das hohe Fieber, da ist die Nummer 5 das Antiseptikum, der Kampfstoff, damit der Organismus mit hohen, schweren, starken Belastungen zurechtkommt. Und wissen Sie, und da lässt auch der Körpergewebe zerfallen und schaut, dass die Nummer 5 möglichst rasch an den Einsatzort kommt. Da lässt er die Temperatur hochschießen, dann zirkuliert das Blut sehr schnell. Die Nummer 5 kommt an den Einsatzort, ja, und Menschen mit hohem Fieber haben Mundgeruch. Sogar kleine Kinder. Und wir gehen zur Nummer 6. Ja, Kaliumsulfuricum, ein interessanter Mineralstoff. Erstens einmal, es ist der Mineralstoff für die Bauchspeicheldrüse. Da geht es auch um Völlegefühl. Es ist der Mineralstoff für den Sauerstoff, damit der Sauerstoff bis in die Zelle kommt und in der Zelle, in der Atmungskette ist dieser Mineralstoff sehr wichtig. Und dieser Mineralstoff, haben wir schon gehört, ist die Putzfrau für die Zelle, bitte Fachausdruck Lysosomen, damit Sie wissen, dass dort wirklich auch einen fachlichen Hintergrund gibt. Also die Reinigungsstrukturen der Zelle, Nummer 6. Aber das ist auch der Mineralstoff, wenn der Organismus unter zu vielen Schadstoffen leidet, muss er ja diese Schadstoffe in eine Deponie bringen. Und da sind die Zellen eine wichtige Deponie. Und dieses Carrier-System, dieses Transportsystem aus der Zelle und in die Zelle, braucht beides Kaliumsulfuricum, Nummer 6. Jetzt ist es so, wenn man schon älter wird, gell, 74 bitte wäre ein paar Tagen halt. Wenn man älter wird, hat der Organismus schon sehr viel Schadstoffe in die Zellen ablagern müssen. Ja, hat er sehr viel Nummer, nein. So, du bringst mir aus, draus. Hat er sehr viel Nummer 6 verbraucht
Und jetzt ist diese Nummer 6 auch der Betriebsstoff, der das Melanin, den Bräunungsstoff in der Haut reguliert. So, und wenn dann für den Transport in die Zellen schon so viel verbraucht worden ist, dann kann er den Bräunungsstoff nicht mehr ausreichend organisieren und es kommt zu Pigmentflecken. Ich weiß nicht, ob man da was sieht. Ich zeige euch heute meine Hand. Ein paar habe ich schon. Sonst schaue ich ja schon auf mich. Aber im Alter heißen sie dann Altersflecken. Das ist der Hintergrund, um das hier einmal zu klären. Schadstoffabbau, Sauerstoff. Ja, und dann gibt es Leute, da sehe ich den Mangel im Gesicht durch die Antlitzanalyse. Dann frage ich den Menschen, haben Sie einen Lufthunger? Na, was meinen Sie denn damit? Na, Bedürfnis nach frischer Luft? Na, habe ich überhaupt nicht. Bin den ganzen Tag draußen. Ja, da habe ich jede Antwort schon gekriegt. Das ist dann vielleicht ein Gärtner oder jemand, der halt dann dauernd draußen ist. Ja? Also Lufthunger ist ein typisches Zeichen des Mangels an der Nummer 6. Und dann gibt es Leid. Ja, da geht das Ehepaar, geht da schlafen, ein bisschen humorvoll, gell? Und wenn dann er das Fenster aufreißt und sie macht es zu, vor allem im Winter, gell? Oder sie reißt es auf und er macht es zu, dann ist gut, wenn beide den gleichen Mangel haben. Nummer 6, Kaliumsulfuricum. Oder nimmer, weil sie eben schon die Nummer 6 genommen haben. Jetzt haben wir schon sehr viel verstanden von der Nummer 6. Dieses übertriebene Bedürfnis nach frischer Luft, den Lufthunger, die Pigmentflecken. Wir haben natürlich hier wieder Körpercremen. Die zeige ich Ihnen ganz kurz. Wir haben die Tendiva für die feuchtigkeitsarme Haut und die Regeneration für die fettarme Haut. Und von beiden Cremen wird uns rückgemeldet, dass sich Pigmentflecken, dass die heller werden. Ja, es gibt Menschen, die essen ein paar Bissen und die steht da herum. Völlegefühl. Die Bauchspeicheldrüse muss alle Enzyme herstellen, damit wir das verdauen, was wir gegessen haben. Und da sind ein paar Mineralstoffe Nummer 6, Kaliumsulfuricum, sehr hilfreich. Die Klaustrophobie kommt natürlich von dem Sauerstoffmangel. Und die Angst vor engen Räumen. Diese Menschen haben ja auch Sorge, sich nicht unter Menschen zu begeben, weil sie Angst haben, dass sie dann zu wenig Luft erwischen. Wir haben die Ockerschleimbildung. Das ist jetzt, wo aus den Schleimhäuten der Schleim sich löst. Und der ist Ocker. Die Ockerfarbe ist hier wichtig. Das ist auch so, dass bei einem großen Mangel an der Nummer 6, ich schon gesagt habe, dass die Schadstoffe bis in die Zelle hinein abgelagert werden. Das heißt, dass die Krankheiten chronifiziert werden, also chronisch werden. Für Vorbeugung von Muskelkater nehmen wir die Nummer 3. Wenn der Muskelkater vorhanden ist, nehmen wir die Nummer 6. Und da müssen wir nicht unbedingt schon die Nummer 10 dazugeben. Wenn das Kind nicht gut isst, das habe ich heute schon gesagt, 2, 3, 5, 8. Und wir sind beim Magnesium. Und das Erste, was beim Magnesium ich höre, ja, die heiße 7. Ja, es gibt sogar Schüsseleranhänger, die glauben, die ganze Biochemie nach Dr. Schüssler besteht in der heißen 7. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber die heiße 7 haben Sie in der Unterlage ausgiebig beschrieben bekommen. Die ist für kolikartige Schmerzen. Und jetzt hier der Hintergrund. Die Nummer 7 ist der Betriebsstoff für die glatte Muskulatur, für die unwillkürliche Muskulatur, zum Beispiel das Zwerchfell oder der Darm, nicht? Die wurmartige Bewegung vom Darm wird durch die Nummer 7 reguliert. Auch die Gebärmutter hat eine glatte Muskulatur, darum ist ja bei der Geburt die heiße 7 oder überhaupt der Magnesiumbestand wesentlich. Und wenn diese glatte Muskulatur krampft, kommt es zu kolikartigen Schmerzen. Deshalb ist hier die heiße 7 so wichtig. 5 bis 7 bis 10 Tabletten, je nach dem Alter,
werden in einem 8 Liter Wasser aufgelöst, das kurze Zeit gekocht würde und es wird schlückchenweise eingenommen. Bitte ein Schluckerl nach dem anderen, nicht was gut wie lange im Mund gehalten. Und mehrere heiße 7 hintereinander. Und für die Migräne reicht die heiße 7 nicht, obwohl das in vielen biochemischen Büchern steht. Für die Migräne braucht man die Kombination von 1, 7 und 10. Wir denken beim Magnesium an Herznervendrüsen, also an den regelmäßigen Herzschlag. Bei unregelmäßigen Herzschlag, bei Extrasystolen, natürlich wollen wir hier eine Untersuchung vom Internisten, aber Nummer 7, Magnesiumphosphoricum, kann hier erfolgreich angewendet werden. Bei der Verstopfung ist die heiße 7 wirklich hervorragend, aber es gibt auch andere Gründe noch, seien Sie bitte nicht ungehalten, wenn die heiße 7 bei der Verstopfung nicht unbedingt hilft. Es gibt noch andere Gründe für Verstopfungen. Und ein ganz wichtiger Grund ist der Mangel an Flüssigkeit. Ja, die Nummer 7, das Magnesiumphosphoricum, ist nun an den Synapsen der Nerven. Und es gibt gespannte Nerven. Wann ist man denn gespannt? Na, wenn du so herausgefordert bist, wenn du dich bewähren musst, ein Vorstellungsgespräch, eine Prüfung oder was immer. Oder du bist ein Mensch, der sich sehr schnell entwertet fühlt und sich minderwertig fühlt. Oder wenn er die Angst hat, dass etwas aufgedeckt wird, was er nicht kann. Also hier Lampenfieber, Schamröte, die Angst vor der Blamage. Das braucht die Nummer 7. Aber bitte, das braucht auch schon Arbeit am Fundament, auf dem man steht. Also du brauchst einen Boden unter die Füße. Und das ist eine psychische Arbeit. Und da gibt es einen Fritz Künkel, der geschrieben hat, die Arbeit am Charakter, aber das würde ich Ihnen jetzt nicht unbedingt empfehlen. Das verlangt schon viel Aufmerksamkeit und Konzentration. Aber die, wissen Sie, es ist kein Grund, sich zu schämen, wenn man etwas nicht kann. Wenn man etwas nicht weiß, wenn man nach außen sichtbar wird, dass man unvollkommen ist. Ja, das ist ja menschlich. Und das hat nichts mit der Würde des Menschen zu tun, mit dem Wert des Daseins. Und da gibt es einen wichtigen Satz vom Viktor Frankl. Ich bin und dass ich bin, ist gut. Ich muss mich nicht beweisen, ich muss nichts beweisen. Ich bin und dass ich bin, ist gut. So, ein bisschen was von der Psychosomatik war hier dabei. Also diese Verlegenheitsröte. Die Koliken, die Menstruationsbeschwerden. Es gibt einen nervösen Juckreiz dazu. Schokoladenhunger habe ich am Dienstag erklärt. Da geht es ums Magnesium, weil wir immer weniger Magnesium in unserer Nahrung haben. Ja, und es unterstützt die Wehen und es entspannt. Und wenn jetzt jemand aus Nervosität nicht schlafen kann, gibt es natürlich eine Kombination. Und wir haben hier wieder einen Komplex Zellkalmin, kalmieren. Und das ist ja nicht nur zum Einschlafen, das ist auch für unruhig. Kinder brauchen ja heute nur lebendig sein, sind schon hyperaktiv. Also ich habe da wirklich ein Problem, ich darf mich da gar nicht einlassen. Natürliche Kinder, aber wenn sie so unruhig sind, kann das auch helfen. Ja? Kalmieren, beruhigen und vor allem Menschen, die so einen Trieb haben und so unruhig sind, auch am Tag kann man schon das anwenden. Und es gibt aber eine tolle Kombination für die Energie am Tag, Zellvita am Tag für die Energie. Und am späten Nachmittag Zellkalmin, dass man gut schlafen kann. Sie merken schon, diese Komplexmittel erfüllen viele Themen und deshalb bringe ich die auch immer wieder. Und wir sind bei der Nummer 8, Natriumchloratum. Und da geht es ums Wasser trinken. Und trotz meiner zeitlichen Bedrängnis, die ich jetzt schon wirklich habe, schauen wir uns jetzt einen Film an. Das ist die größte Forschung, die es überhaupt gibt. Schon. Wellness. Meine Damen und Herren, wenn irgendwas 40% mehr kostet, ist es schon Wellness. Die Tatsache, dass es 40% mehr kostet, das ist schon das Gesunde. Mehr kommt nicht mehr. Wirklich, glauben Sie mir das, die Karten bei uns in den ersten 5 Reihen, Wellness-Karten.
Teesorten. Man kann sich heutzutage keinen Tee mehr kaufen. Man muss aufpassen, was man für einen Tee kauft, weil überall ist was drin, überall, das kann was, das tut was, da ist was. Wirklich, ich habe Damenbesuch bekommen, wusste, die trinken gern Tee. Gehe runter in den Supermarkt, will einen Tee kaufen, denke mir, um Gottes Willen, ich muss aufpassen, was ich da kaufe. Da gibt es ja Teesorten, da gibt es einen Schlafgut-Tee. Denke mir, um Gottes Willen, nein. Brauche ich keinen Tee, das ist mir so auch schon passiert. Schlafgut-Tee, einen Fühl-Dich-Wohl-Tee gibt es, einen Glückstee, da wird man glücklich, da gibt es einen Wach-Auf-Tee. Wann soll ich den trinken? Muss ich mir den in der Nacht intravenös geben lassen, oder was? Kann ich da einstellen, halb acht, viertel sieben, dreiviertel neun, oder was? Was ist das für ein Blödsinn? Einen fühl dich wohl, einen glücklich sein, den. Ich hab gesagt, ich krieg Damenbesuch, ich brauche einen Zirk die Aste. Haben sie gesagt, ja, das gibt's, aber den muss man rauchen. Sie werden vielleicht bemerkt haben, meine Damen und Herren, dass ich während der Vorstellung Wasser trinke. Warum? Weil alle sagen, du musst trinken, hast du getrunken, wie viel trinkst du? Alle Frauen sagen zu ihren Männern, hast du getrunken, wie viel trinkst du, musst trinken. Meine Frau zu mir auch, es geht mir so auf die Nerven, hast du getrunken, wie viel trinkst du, musst trinken. Bitte trink, sage ich, ja, ich hab eh schon getrunken, das hab ich nicht gesehen, sage ich, ja, du hast gerade weggeschaut. Bitte trink, wie viel trinkst du, 8 Liter ist zu wenig, 8 Liter ist zu wenig. Der Körper braucht 20 Liter am Tag, du musst trinken, hast du getrunken, wie viel trinkst du, sage ich, ja, ich trinke ja eh schon, dann trinke ich, sage, nein, langsam, du musst langsam trinken. Ich sage, was heißt, ich muss langsam trinken, also ich trinke dann, wenn ich einen Durst hab, das ist zu spät. Wieso ist das auf einmal zu spät? Seit tausenden von Jahren trinken die Leute, wenn sie einen Durst haben, jetzt ist es spät auf einmal. Solange ich noch einen Durst habe, ist es nicht spät. Wenn ich tot bin und keinen Durst mehr habe, dann ist es... Hast du getrunken? Du musst trinken. Wie viel trinkst du? Wie viel trinkst du? Hast du getrunken? Ja, langsam trinken. Kleine Schluckerl, das geht mir so auf die Nerven. Das heißt, kleine Schluckerl. Wieso? Was ist so gesund, wenn ich dauernd den kleinen Schluckerl... Ich gehe ja auch auf die Toilette und schiffe in einem durch. Ich gebe auch nicht alle 3 Stunden 4 Tröpfel an. Wissen Sie, was ich meine? Hast du schon getrunken? Der einzige Effekt ist auch, während wir gerade davon reden, wenn man so viel trinkt, ich weiß nicht, ob das wirklich gesund ist, man pinkelt nämlich durchsichtig. Es hat keine Farbe mehr. Sieh, es war so ein schöner Winter, ich hab nichts in den Schnee schreiben können. Ist das gesund? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Aber gut, ist ja egal. Ist ja, und jetzt trinke ich halt und dann gehe ich so zur Leitung hier und nehme ein Leitungswasser. Das denke ich mal, ist das Beste. Kommt zu mir, nein, das darfst du nicht so trinken. Sag ich, wieso? Sag ich, da hast du einen Krug. Und sie bringt einen Krug. Da sind Steine drinnen. Es gibt viele Leute, die das machen. Diese Sauschädel. Und Entschuldigung. Und frage ich, Schatz, wofür ist das? Ist das, damit das Leitungswasser sich beruhigt. Aha, wieso? Was ist geschehen? Ja, das Leitungswasser ist verwirrt. Aber natürlich ist es verwirrt. Das Leitungswasser ist verwirrt. Es kommt aus der Quelle raus. Dann muss es Richtung Wien. Da kommt es in ein Riesenreal. Da ist finster, da sieht nichts. Da wird das Wasser ganz nervös, Urin in die richtige Richtung, um Gottes Willen, wo geht's da hin? Vielleicht auch noch unter der Autobahn, die Autos in die falsche Richtung, da wird's ganz deppert, das Wasser. Dann kommt's vor Wien in ein Sammelbecken, das ist ein fremdes Wasser. Die kenne ich nicht, greift's mir nicht an, lasst mich in Frieden, mir krass so. Ein fremdes Wasser, so viel fremdes Wasser, ich kenne euch alle nicht, lasst mich in Frieden, mir krass, das ist Ärger mit der U-Bahn, lasst mich in Frieden. Dann kommt's in ein kleines Real, in ein dünnes Real, da geht's Richtung Wien, in Wien, dann im Gürtel, oben, hin, her, in den ersten Bezirk, im dritten Bezirk, dann auf im Haus, auf im Boiler rein, da kriegt's dann kalt warm, kalt warm, kalt warm, kalt warm, kalt warm, kalt warm, kalt warm. Dann kommt es aus dem Wasserhahn raus, dann sieht's den Krug, fällt eine sich die Stahne und denkt sich, jetzt kann ich endlich, ich sitz. Bist schon noch da, Thomas? Ja, wir sehen dich. Super. Herzlichen Dank. Ich kann ihn leider nicht schreiben. Niravani, der Name. Niravani. Ist ja wurscht, lustig ist. Ja, die Bildqualität ist nicht besonders, ich habe es aus YouTube, aber es geht ums Wassertrinken. Und es gibt Menschen, die können schlecht Wasser trinken. Da gibt man 1, 2, 3 Tabletten in das Glas Wasser und das Wassertrinken funktioniert wieder. Es ist der Hauptbetriebsstoff für die Nieren, das Natriumchloratum, Hauptbetriebsstoff
für die Schleimhäute. Ich habe schon gesagt, Wärmeregulierung, Flüssigkeitsregulierung, alle Körperteile, die nicht durchblutet werden, Sehnen, Bänder, Knorpel, Auge und eben für die Schleimhäute. Und überall, wenn es da ein Problem gibt, dann denkt man an die Nummer 8 und den Schnupfen habe ich erklärt, den wässrig glasklaren Schnupfen. Und Sie kriegen von mir auf dem Zettel, den ich Ihnen schon gezeigt habe am Anfang, kriegen Sie auch eine Anregung für Nasentropfen. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Schüssler, Nasentropfen. Und natürlich bei hartnäckigem Schnupfen das Cremegel Nummer 8 auftragen hier und Nebenhöhlen und Nase. Ich habe etwas vergessen. Ich will das unbedingt nachholen. Und zwar das Cremegel und die Salbe Nummer 3. Ich springe jetzt, obwohl ich das nicht gern mag von mir selber, ich springe jetzt noch einmal zur Nummer 3. Und zwar geht es um die Ohrenschmerzen der kleinen Kinder. Ohrenschmerzen überhaupt. Nummer 3. Aber bitte, entweder Cremegel oder Salbe um das Ohr aufschmieren. Wenn das nicht gemacht wird, geht es ja zur Mittelohrentzündung. Da ist immer noch die Nummer 3 dran. Aber dann wird es ja eitrig. Und dasselbe haben wir im Hals. Halsschmerzen Nummer 3 und Cremegel oder Salbe Nummer 3 auftragen, damit es nicht eitrig wird. Das war jetzt noch, weil eben hier die Schleimhäute genannt wurden. Die trockenen Schleimhäute, die trockenen Augen bekommen Lidkompressen, die habe ich Ihnen das letzte Mal gezeigt bei der äußeren Anwendung, also wie wir den Brei angeschaut haben. Die knackenden Gelenke. Ja, wissen Sie, es gibt Menschen, die hört man zuerst, bevor man sie sieht, weil die Gelenke so knacksen, wenn man sie niederkniet zum Beispiel. Knorpel haben gelitten unter der unter dem Flüssigkeitsmangel. Und hier natürlich die Gelenke brauchen die Gelenkecreme. Das Schlundbrennen ist das Heraufbrennen von der Nummer 8, was ich schon ausführlich auch erklärt habe. Wenn es heraufbrennt, Sodbrennen ist unten, das kommt gleich bei der nächsten Nummer. Der Knorpelaufbau ist sehr wichtig und hier haben wir die Nummer 8 in Verbindung mit der Nummer 17 und die Nummer 17 Manganum Sulfuricum ist der Betriebsstoff für das Chondroitin. Und die Knorpel bestehen wesentlich aus Chondroitin und aus Glucosaminsulfat. Das sind jetzt Fachausdrücke, aber Bausteine für den Knorpel. Und die sind alle in Nummer 8, Adler Ortho, Knorpel Plus. Heißt das ja nicht umsonst. Knorpel Plus, ein ganz toller Nährstoffkomplex, besonders für Knorpel und für Schleimhäute. Wenn wir an einen dumpfen Kopfschmerz denken, dann geht es um den Mangel an Liquorflüssigkeit im Kopf. Das gibt es oft nach der Sauna, haben Menschen das, diesen dumpfen Druck im Kopf. Und da braucht es natürlich, ja, wenn Sie mein Sportbuch haben, dann haben Sie den Sauna-Cocktail. Es reicht aber auch schon 3, 5, 8, vor allem sehr viel Nummer 8, in einen Viertelliter Wasser und das einnehmen. Verbrennungen sind sehr wesentlich, weil hier, wenn Sie sich am Backblech verbrennen oder wo immer, am Bügeleisen, wird ja die Flüssigkeit, die Plasmaflüssigkeit entrissen. Ja? Die ist weg. Die übergeordnete Einheit Körper weiß ja, da fehlt Flüssigkeit. Und die schickt auch Flüssigkeit hin. Es entsteht ja eine Blase. Weil dieses Gewebe, diesem Gewebe wurden ja die Betriebsstoffe entrissen. Und der Hauptbetriebsstoff für die Flüssigkeit ist Nummer 8 und für die Schmerzen Nummer 3. Und wir können hier einen Brei auflegen, der dann alle halbe Stunde erneuert wird. 3 und 8. Wir können den Menschen auch empfehlen, was weiß ich, wenn man mit der Hand auf die Herdplatte greift, gell, sofort ins kalte Wasser. Und 3 und 8 in das kalte Wasser hineingeben, bis die Schmerzen weggehen. Und wenn man herausgeht, ist vielleicht noch eine Rötung, auch wirklich keine Blase.
Für die Insektenstiche habe ich das Stingray schon erwähnt. Das ist wirklich eine wesentliche Schicht. Und die Zahnungsmischung für die Säuglinge, ich wiederhole sie, 1, 3, 5 und 8. Da kann man wirklich, manche Mutter kann sich hier wirklich eine schlaflose Nacht ersparen. Für die Feuchtigkeit und für die Haut ist das Duschgel sehr wesentlich, also ganz eine wichtige Schicht, das Duschgel. Das Duschgel für die Haare, für den Körper, und ich trage das immer auch auf, am Morgen schäume das mit dem Pinsel und habe ein tolles Rasiergel. Es soll auch ein tolles Rasiergel für Frauen sein. Gut. Ja, wir haben noch das Spray und Aftersun zur Stärkung der Eigenschutzzeit der Haut. Das müssen Sie sich dann genauer anschauen. Der Sonnenbrand hat 3 und 8, also wieder eine Verbrennung. Und die Nummer 3 dazu, wer einen extremen Sonnenbrand hat, bitte, der legt sich in ein Bad, in eine kühle Badewanne, also nicht die Badewanne ist kühl, sondern das Wasser, in ein kühles Wasser in der Badewanne und nimmt sich sofort Nummer 3, 5 und 8 mit, hauptsächlich Nummer 8. Und die Rötung geht zurück. Die Nummer 9 hat zur Überschrift, wenn das Zipperlein plagt. Es geht um die Säure im Körper, es geht um Gicht und Rheuma. Oh, wir haben ein Gewitter. Hier donnert es ganz gewaltig. Aber wir werden schon über die Runden kommen. So, Nummer 9 ist der Betriebsstoff für den Säure-Basenhaushalt, für den Fettstoffwechsel und den Kohlenhydratabbau. Die Nummer 9 ist das beste prophylaktische Mittel, vorbeugende Mittel für Diabetes. Jetzt gehen wir aber zu Fett und Säure. Wenn jetzt durch sehr viel Spannung und da was immer sehr viel Säure im Körper entsteht, wird für diese Säure sehr viel Natrium Phosphoricum verbraucht. Dann bleibt wenig Betriebsstoff für den Fettstoffhaushalt und der Körper, wissen Sie schon, gell? Der kann nicht das ganze Fett halten und das Fett tritt nach außen. Wir haben die T-Zone, wir haben fette Haare. Im Extremfall gibt es Lipome, Hühnerei, große Fettgeschwulste. Aber das ist dann extrem. Und es tritt ja nicht hochwertiges Fett wie das Lecithin aus der Haut heraus, sondern niederwertiges Lagerfett und das verstopft die Poren. Und wir sind bei den Mitessern. Und wenn es weitergeht, sind wir bei der Akne und dann, also bei dem Pickel und dann bei der Akne. Bei den Problemen im Gesicht. Und da haben wir eine tolle Creme, die Seborrhiv. Aber bitte, die Creme allein kann es nicht leisten. Man muss auch an die Mineralstoffe denken und vor allem auch an die Ernährung. Und da der Jugendliche kann nicht weiter 3 Liter Cola trinken mit einem pH-Wert 4 und so weiter. Also da braucht man schon mehr. Wir haben die fette oder die fettarme Haut. Die fettarme Haut bekommt die Cremegel-Regeneration. Also alles hat immer jetzt mit der Nummer 9 zu tun. Sodbrennen brennt unten, wenn wir aufstoßen, ist im Mund sauer. Ja, ich kenne das bei mir, wenn die Säure steigt, dass ich einen gewissen Nierendruck, einen Druck in der Nierengegend bekomme. Nummer 9 wird ganz wichtig. Rheuma, da haben wir das Basecare-Bad, das haben wir beim Entschlackungspaket schon besprochen, das Basecare-Bad, das über die Haut Säure ausleiten hilft. Die Mattigkeit, also das Säureloch, das da gibt, wenn die Säure im Körper ansteigt, dass man so in ein Müdigkeitsloch fällt, das braucht die Nummer 9. Oder wenn man am Dusch her was zum Essen braucht, ja, Heißhunger, plötzlichen, das ist die Nummer 9. Ja, bei Fastenkuren kann es auch zu einer Säureflut kommen. Da ist das Basenbad sehr wertvoll sogar, um
hier die Fastensäure aufzufangen. Vor allem, wenn Gewebe abgebaut wird, wird ja Säure frei. Und deshalb hier die Nummer 9, ein ganz wesentlicher Mineralstoff. Aber auch die Ausscheidung über die Haut. Das ist das größte Ausscheidungsorgan, das wir haben. Und ein Hunger auf Süßigkeiten und Mehlspeisen ist die Nummer 9. Und da sage ich oft Spaß, aber die Wiener Küche ist eine 9er Küche. Gell? Bovideldatschgall, Sachertorten, Palatschinken und Ihnen fällt sicher Kaiserschmarrn und Ihnen fällt sicher noch einiges ein, was da dazu passt. Gut. Wenn es um bei Sportlern haben wir die After-Sport-Lotion noch, die hier interessant ist. Und wir gehen zur Nummer 10, Natriumsulfuricum. Das kann jetzt natürlich sein, dass das Gewitter uns da einen Strich durch die Rechnung macht. Aber ich bin ja auch noch da, tralala. Und ich könnte jetzt einfach sagen, ich übernehme dabei den Part, bis der Thomas wieder einsteigen kann. Vielleicht hat er ja einen Stromausfall. Ich hoffe, bis dahin ist schon alles sehr, sehr interessant. Er hat ja einfach ein großartiges Wissen, wie ihr merkt, und hat unendlich viele Geschichten. Also ich sitze auch wie gebannt und ich hoffe, es ist euch recht, wenn ich da ein bisschen was dazu schreibe. Ich habe natürlich auch mein Schüsslerwissen und meine Erfahrung, aber ich habe so, so viel von ihm und seiner Frau lernen dürfen. Und auch diese gigantischen Mittel, die sie da mittlerweile entwickelt haben. Bei vielen Mitteln weiß ich, dass die Susanna sie extra auch für uns, ob für uns Frauen, ob für unsere Kinder, für ihre Enkelkinder gemacht hat. Das ist einfach genial. Und wenn ich auch nochmal sagen darf, diese äußeren Anwendungen, da habe ich ganz lange Zeit nichts davon gehört und gedacht, schmiss irgendein Pimpel hin, was soll das? Bis ich gelernt habe an mir und an Patienten, dass das, was über die Haut geht, genauso nähere wie etwas, was ich jetzt oben als Pastille einnehme, lutsche oder trinke. Deshalb auch mein Appell, unbedingt diese äußeren Anwendungen machen. Er hat eine Creme immer mal wieder erwähnt, die ist auch schon ein paar Mal geschrieben worden von euch. Es ist diese Regidol-Creme, diese Gelenke-Creme, die ist der Hammer. Und ich habe gelernt, dass man die vor allem, und das mache ich, auf dem Nacken oben schmiert, am Abend, wenn ich ins Bett gehe. Dass dieses ganze System hier erstens genährt wird und zweitens entspannt ist über die Nacht. Für mich etwas ganz Wichtiges. Etwas, was ich auch sagen möchte, was irre gut wirkt, ist diese Migräne-Mischung, die er vorhin erwähnt hat. 1, 7 und 10. Ich hoffe, ihr habt euch das aufgeschrieben. Es steht ja da auch dabei. 1, 7 und 10 in diesem tollen Skript. Ich möchte aber dazu sagen, die Nummer 10 deswegen, zu der kommen wir jetzt gleich. Ich führe jetzt einfach ein bisschen fort. Ich weiß ja nicht, ob der Thomas da wieder einsteigen kann. Diese Nummer 10 deshalb, weil die Nummer 10 von Schüssler ist der Stoff für die Leber. Und bei vielen Migränen geht es um die Leber. Deshalb, Lebermigräne schreibe ich so gerne in meinen Büchchen. Magnesium für die Entspannung des Kopfschmerzes, die Nummer 1 für, dass es Blut besser in den Kopf fließt, und die Nummer 10 tut die Leber therapieren und ein Fußbad machen. Denkt mir immer auch, dass ihr die Haxen, wenn ihr Schädelweh bekommt, in ein Fußbad stellt. Das ist ja ganz entscheidend. Ja, kommen wir ein bisschen zur Nummer, also welche Schüssler bei Blutschwämmchen im Babygesicht, eventuell auch eine äußere Anwendung, da würde ich auf alle Fälle mit der Nummer 3 arbeiten. Und am Dienstag hat der Thomas uns ja auch gezeigt an Fotos, wie man so einen Brei machen kann. Man kann so kleine Breis schmieren mit einer Pastille und vielleicht dann eine kleine Alufolie, um Gottes Willen, eine Frischhaltefolie da hin tun, dass das nicht gleich austrocknet. Das hat ja diesen Effekt. Ja, kommen wir zur Nummer 10. Da habe ich vorhin schon ein paar Mal in den Chat reingeschrieben, die Nummer 6 ist die Putzfrau, hat er auch erwähnt, und die Nummer 10 ist dann die Müllabfuhr. Also, du kannst jetzt deinen gesamten Dreck von deinem Haushalt in die Mülltonne werfen
Aber es braucht eine Müllabfuhr, die das Ganze dann auch noch abholt. Die Nummer 10 habe ich auch immer kennengelernt, nicht nur zur Entschlackung bei den Fastenkuren oder zum Schadstoffabbau, sondern vor allem auch, wie soll ich sagen, bei diesen geschwollenen Angelegenheiten, auch wenn man Sockenabdrücke hat. Also der Sockenabdruck geht nicht mehr weg. Oder wenn man geschwollene Finger hat oder geschwollene Oberlider, also etwas, was staut, braucht den Abzug von Natriumsulfuricum aus der Nummer 10. Echt großes Kino. Also du kannst mal einen Eigenversuch machen. Es gibt ja, für mich, ich bin jetzt eben 20 Jahre dabei, schnelle Schüsslersalze und langsame. Das hat er jetzt noch gar nicht so erwähnt, aber er kann natürlich alles sagen, weil sonst sitzt man ja tagelang hier. Also Ich es bin eh gibt, wieder da. ja super, es gibt Schüssler, ich rede gleich mal weiter. Es gibt Schüsslersalze, die gehen schneller und gehen langsamer, Thomas. Ich glaube, die Nummer 10 ist ein schnelleres Schüsslersalz, wenn ich das so sagen darf. Und du bist wieder da, aber ich sehe dich nicht. Ich habe Verbindung, ich habe einfach weitergeredet. Wir sind schon bei der Nummer 22. Na, na. Ich gehe noch einmal zur Nummer 10. Und ich habe das sehr bedauert. Ich wäre also zeitlich gut dran gewesen, aber die 5 Minuten, das ist auch nicht so schlimm. Ja, das hast du jetzt wieder sagen Die müssen. Nummer Ich schalte jetzt 10, wieder stumm, ja. wenn wir von der Leber reden, Hauptbetriebsstoff für die Leber, Galle und vor allem auch für den Dickdarm. Es geht darum, dass die Leber Belastungsstoffe umbauen kann, also hydrophile Stoffe und lipophile, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Lipophile Stoffe in hydrophile Stoffe, also fettlösliche Stoffe in wasserlösliche Stoffe. Und die werden dann über die Galle, über den Dickdarm ausgeschieden. Jetzt ist aber die Leber ganz wesentlich auch beim Säureabbau beteiligt, nämlich Eiweiß wird in der Leber, haben wir schon gesagt, verdaut. Und dann gehen Aminosäuren in den Darm und die werden bakteriell abgebaut in Ammoniak. Das Ammoniak geht dann über den Vorderaderkreis in die Leber. Dort wird es manganabhängig, da sind wir wieder bei der Nummer 17, Manganumsulfuricum, in Harnstoff umgebaut und den kann die Leber, kann die Niere ausscheiden. Wir sind in 1 Liter durchschnittlichen Harn. Bei 1 Gramm Harnsäure und bei 30 Gramm Harnstoff. Das heißt, die Leber ist wesentlich beim Säureabbau auch beteiligt. Deshalb alles, was sauer ist, sollte bei der Leberschonung gemieden werden. Die Leber organisiert den Glykogenspeicher, das ist der schnell verfügbare Zucker im Körper. Jetzt, also wenn die Schadstoffe im Körper zu viel werden, dann kann der Organismus sie mit Flüssigkeit verknüpfen und es gibt dann Aufschwellen. Gewichtszunahme, verschwollene Füße, geschwollene Unterschenkel, verschwollene Hände, Finger, man kriegt die Ringe nicht runter, Katerkopfschmerz. Und wenn die Schadstoffe über die Haut austreten, ist das juckend beißend. Der Körper kann die Schadstoffe in die Zelle hinein deponieren, so wie auch schon erklärt, und er kann sie mit Gasen verknüpfen. Und da habe ich sehr vornehm in den Büchern immer geschrieben, was du an Anstand verlierst, gewinnst du an Gesundheit. Aber diese Gase blähen ja den Bauch auf. Es gibt den sogenannten Gastrommelbauch. Und der drückt ja auch das Zwerchfell hoch. Wo drückt das Zwerchfell hin? Na, aufs Herz. Weil das Volk hat ja recht, wenn es sagt, wenn das Ohrschall brummt, ist das Herzerl gesund. Und der deutsche Heilpraktiker hat gesagt, wo die Winde wehen, braucht kein Doktor stehen. Also, ich habe Sie auf Ihre körperlichen Verpflichtungen aufmerksam gemacht. Suchen Sie sich den rechten Ort. Also mein Vater hat aber gesagt, was kein Zins zahlt, kehrt aus. So. Gut. Also, es geht um die Leber. Noch einmal, Nummer 10. Von der Psychosomatik her geht es um die starken Gefühle, um Wut, Zorn und Hass. Und Sie wissen das. Wenn man sich einmal so richtig geärgert hat, also der normale Ärger ist nämlich die Nummer 6, aber so richtig massiv, also in Richtung Wut, Zorn und Hass, was hat man am nächsten Tag? Fieberblasen. Also Herpes, geschwächtes Immunfeld,
Herpes wäre hier zu nennen. Qualsalib und Krämerlib. Die Nesselausschläge, da haben wir schon von der, vom Stingerweg geredet, weil es so juckend beißend sind. Und stinkende Winde haben wir schon gehabt. Katerkopfschmerz und die Gicht. Also offene Bein wäre hier noch zu nennen, aber das braucht wirklich gute Betreuung und Begleitung. Und die Migräne habe ich schon beschrieben mit 1, 7 und 10. Die Leber entlasten, da ist die Spezialistin eh, sitzt eh vor uns. Leber entlasten mit Eiweiß reduzieren, kein Alkohol, kein Kaffee, nichts Geräuchertes, nichts Gegrilltes, nichts Saures vor allem, habe ich gerade zuerst mit der Leber erklärt, nichts Saures. Und keine niederwertigen Fette, man kann hier die Leber super entlasten, wenn es wirklich sehr schwere Belastungen sind. Wenn es nicht so schwere Belastungen sind, dann sagen wir wenig. Aber Eiweiß, bitte nie Karenz, Eiweiß braucht man. Wenig Kaffee, wenig Alkohol und so weiter. Und dann gibt es noch den Leberwickel, weil das sagt die Susanne Flinch, wenn man beim Leberwickel nicht mehr einschläft, hat sich die Leber erholt. Leberwickel 3, 6, 9 und 10. Bitte das in den Chat schreiben, Leberwickel 3 plus 6 plus 9 plus 10. Und das Entschlackungspaket habe ich ja das letzte Mal ausführlich gebracht. Und Sie bekommen ja von Nana noch diesen Prospekt über das Entschlackungspaket von der Adler Pharma mit. Thomas, Entschuldigung, den Leberwickel 3, 6, 9 und 10, du meinst einnehmen oder als Brei schmieren? Ach so, nein, da muss ich noch weiter sagen. In eine kleine Schale geben, auflösen, ein Tuch tränken, auflegen auf die Leber, dann eine warme Lösung, dann ein Handtuch drüber, dann die Wärmeflasche, dann wieder ein Handtuch und dann den Bademantel. Und dann setzen wir uns in Österreich bitte zum Zeit im Bildwickel. Weil die Susanne Flinch kommt ja aus Deutschland und die sagt immer, dann setzen wir uns zum Tagesschauwickel. Und wenn man beim Wickeln nicht mehr einschläft, ich kann auch die Evozell empfehlen, als Wickel, auftragen, einmassieren, ist wichtig, hier wirklich einmassieren. Sie werden sich denken, naja, die Couperin ist auch eine äußere Anwendung, da kann man aber nicht einmassieren. Nein, kann man nicht. Bei der Couperin, der Krampfadern, werden die Cremen hineingestreichelt, ist mein Wort, hineingestreichelt. Auch die Gesichtscremen werden hineingestreichelt. Wir sind bei der Nummer 11. Und da habe ich jetzt was, was mir wichtig ist, dass Sie nämlich meine Wörter verstehen, wenn ich von den Falten sprich. Und zwar kommt einmal zuerst, kommen die Ziehharmonika-Falten. Das sind Fältchen, da kann die Oberhaut sich zusammenschieben in kleinen Fältchen, weil das Bindegewebe, das darunterliegende Bindegewebe, nicht kompaktiert ist. Wenn aber das Bindegewebe, das sehen Sie hier längs, wenn das kompaktiert ist, kommt es zu den sogenannten verwölbten Falten. Ah, da habe ich noch die Poren von der Nummer 8 und hier habe ich die welke Haut von der Nummer 1, aber da haben wir wieder verwölbte Falten. Die schieben sich nicht in diesen kleinen Fältchen zusammen. Und das ist eine wichtige Sache. Da haben wir wieder die Ziehharmonika-Falten. Das ist ein bisschen zu unterscheiden. Verwölbte Falten, Ziehharmonika-Falten. Das war mir jetzt wichtig zu Beginn der Nummer 11, weil wir haben bei der Nummer 11 die Ziehharmonika-Falten. Es geht ums Bindegewebe, es geht um, um das rissige Bindegewebe. Also wenn es um die Risse geht, das Bindegewebe, wenn es reißt, braucht die Nummer 11. Wir sind hier zum Beispiel bei den Rissen bei schwangeren Frauen. Das gibt es aber auch ohne, dass man schwanger ist, auf den Oberschenkeln, auf den Brüsten, auf den Oberarmen. Das ist die Nummer 11. Bindegewebeaufbau, Struktur des Bindegewebes, die Haut, die Nerven. Die Nummer 11 ist für die Nervenfasern. Haare, Nägel, ja, die meisten Menschen glauben, für die Haut, für die Haare, für die Nägel brauchen wir Kieselerde. Nein, das ist ein Irrtum. Der wichtigste Betriebsstoff für Haut, Haare, Nägel ist das Keratin, also der Hornstoff.
Und der hat mit der Nummer 1 zu tun. Was wir bei der Nummer 11 haben, zum Beispiel bei den Haaren, ist die Brüchigkeit. Da haben wir den Spliss, die gespaltenen Haarspitzen. So, und weil die Nummer 11 für das Bindegewebe wichtig ist, haben wir auch die Lichtempfindlichkeit hier. Bindegewebe des Auges, Lichtempfindlichkeit. Wenn wir bei den Nerven sind, sind wir bei den Ischiasnerven, Nummer 11, auf Dauer. Wenn es um die Brüche geht, Leistenbruch, Nabelbruch und die Risse, Strie heißen die im Vorausdruck, das ist Nummer 11. Natürlich, die Körpercremen hier können hier erfolgreich angewendet werden. Die Schweißfüße. Waren Sie schon einmal in einer Turnsaalgarderobe? Das ist ja schon eine heimtückische Frage, gell? Und da weiß man ja, wie Schweißfüße riechen. Und ganz wichtig bitte, bei Schweißfüßen, Fußbäder mit dem Basecare-Bad, damit diese Säure, die hier ausgeschieden wird und die hier so unangenehm riecht, damit die ausgeschieden wird. Weil wir sind ja aufrechte Menschen und belastende Stoffe gehen nach unten. Deshalb Schweißfüße und natürlich unangenehm riechende Hand oder Fußschweiß ist immer noch auch die Nummer 11. Die Dehnungsstreifen, Schwangerschaftsstreifen, Leistenbruch, Risse im Gewebe, Brüchigkeit, ist alles Nummer 1 und vor allem auch die blauen Flecken, weil wenn das Bindegewebe... Nummer 11, jetzt hast du gesagt Nummer 1, ist alles Nummer 11. Nummer 11, ist alles Nummer 11, Entschuldigung. Und die blauen Flecken, deshalb auch Nummer 11, wenn das Bindegewebe der Gefäße brüchig wird. Es gibt Menschen, wenn man humorvoll formuliert, die brauchen nur an einer Tischkante vorbeigehen, haben sie schon einen blauen Fleck. Oder ältere Menschen, wenn sie sich den Handrücken irgendwo anschlagen, dann sieht man hier die blauen Flecken am Handrücken. Da ist übrigens Hen und Elf hervorragend. Beim Bluterguss, beim frischen Bluterguss wirkt 11 und 9. 11 in der Kombination. Naja, wenn es jetzt noch wehtut, wäre Nummer 11 und Nummer 3. Und wenn es längerfristig ist, 11 und 9. Aber wir haben eine ganz tolle Creme für älteren Bluterguss und das ist die Evozell. Die Ziehharmonika-Falten, die habe ich erklärt. Die Osteoporose wird hier noch einmal genannt, also nicht nur bei der Nummer 2, weil die Kieselerde so wichtig ist für die Substanzbildung im Knochen. Wir haben gereizte Nerven, wir haben Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit. Dann gibt es Leute, bei denen zucken die Augenlider und die glauben, die ganze Welt sieht das, ist nicht der Fall. Mundwinkel zucken oder Muskelzucken vorm Einschlafen, das ist Nummer 11. Und Säureabbau ist eine ganz wichtige Sache. Säureabbau in Kombination mit der Nummer 9 und vor allem auch mit dem Basecare-Bad. Und die Nägel lösen sich in Schichten auf, also die sind brüchig. Und da haben wir ja 1 ist Elastizität, 11 ist Brüchigkeit. Und 1 und 11 ist immer die Kombination fürs Bindegewebe im Körper. 1 und 11. Und natürlich für die Nummer 11 braucht man die Nummer 9, wenn sie länger eingenommen wird. Und wir kommen zur Nummer 12. Und die Nummer 12, ja, das ist jetzt ein Mineralstoff, der in der heutigen Zeit außerordentlich großer Bedeutung ist. Es geht um Gewebe, das sich verfestigt, um Bindegewebe. Und ein 70 Kilogramm schwerer Mensch hat 12 bis 14 Kilo Bindegewebe zwischen seinen 100 Billionen Zellen. Und dieses Bindegewebe ist durchflutet von 12 bis 14 Litern Bindegewebsflüssigkeit. Also 40% von unserem Gewicht befindet sich zwischen den Zellen. Und dieses Bindegewebe ist ja der Vermittler zwischen den Blutgefäßen und den Zellen. Und diese Transportwege, die müssen wirklich frei sein, dass der Transport auch funktioniert. Und wenn dieses Bindegewebe aber durch Säure kompaktiert, kommt es zu Verfestigungen im Bindegewebe, zu gelosen, myogelosen, Hartspann. Und so mancher Fußballer kann nicht spielen, aber wenn man jetzt Geisterspiele sehen, so mancher Fußballer kann nicht spielen wegen einer Oberschenkelmuskelverhärtung. Und manche Menschen haben am Nacken Verhärtungen. Oder ich habe da am Oberarm so eine Verfestigung. Und wenn man jetzt die Nummer 12 anwendet, dann werden solche blockierten Gewebe gehen auf.
Dann haben wir schon gesagt, bei den notwendigen Kombinationen, es fließt Säure ab, es werden Schadstoffe beweglich. Ich brauche die Kombination mit der Nummer, also die Nummer 12 braucht die Kombination mit 9 und 10. Und überall, wo jetzt etwas blockiert ist und es zu einer Eiterung kommt, braucht man die Nummer 12. Eitrige Angina, eitrige Mittelohrentzündung, ein Abszess. Bitte, da geht es um die Knoten im Gewebe. Oh, das wird ein Abszess. Na, das muss keiner werden. Wenn ich hier die Nummer 12 anwende, ich schaue, dass der Säure-Basenhaushalt in Ordnung kommt, dass wirklich hier, und ich schmiere vielleicht die Seborrhiv oder die Evocell, dass hier dieses Gewebe, dieses verfestigte Gewebe aufgeht. Es ist ja verfestigt durch Säure im Gewebe. Natürlich ein Schweißdrüsenabszess. Ich habe einen Busfahrer erlebt, ist das alles losgeworden. Stockschnupfen, wenn die Schleimhäute im Nasenbereich sich verfestigen, wenn die Bronchienwände sich verfestigen, dann ist ja in den Bronchienwänden in der Schleimhaut der Bronchien hier keine gute Versorgung. Da funktioniert der Stoffwechsel nicht mehr und dann ist das Immunfeld geschwächt und es können sich Krankheitserreger ansiedeln. Ja, und ich habe die Bronchitis, chronische Bronchitis. Und wenn das Zahnfleisch kompaktiert, weil wir so sauer essen, ist auch das Immunfeld geschwächt und es kommt zur Zahnfleischentzündung. Nummer 12. Und darum ist auch die Nummer 12 in der Best End, in der Zahnpasta drinnen. Gicht und Rheuma, hier geht es wieder um Verfestigungen. Also denken Sie an den Fuß hier, symbolisch. Wenn jetzt die Säure hier in die Endgelenke geht und dahinter ist das Gewebe verfestigt, dann kann die Säure nicht mehr abfließen. Ja, und dann kommt es zu Entzündungen und wir sind bei der Gichtsehe zum Beispiel. Kompaktiertes Bindegewebe und dann, jetzt sind wir so noch beim Schock. Wenn jemand einen Auffahrunfall gehabt hat, ja, und er hat einen Schock, dann würde ich empfehlen, 2-3 Stunden mit einem sehr guten Therapeuten, dass man nicht, ich muss ja wieder mit dem Auto fahren. Da ist ja wirklich jeder Fehlleistung Tür und Tor geöffnet. Mit 3 Stunden hat man das nicht abgearbeitet, aber es ist lockerer. Man kann sich schon lockerer ins Auto setzen. Aber da hinten, da hat man noch die Halskrause, das Gewebe ist geschockt, verfestigt. Und die meisten Menschen denken jetzt, wenn sie Schlüssel anwenden, dann nehmen wir die Gelenkecreme. Nein, dann nehmen wir nicht die Gelenkecreme. Da nehmen wir dann die Evocell. Und die macht das Gewebe auf, dass das wirklich dann auch besser beweglich ist. Und wenn das aufgelockert ist, dann können wir weiter mit der Gelenkecreme arbeiten. Für die Halswirbelsäule ist das natürlich sehr wichtig. Ich habe ja auch schon von den alten Blutergüssen gesprochen, wo die Evocell sehr gut wirkt. Jetzt ist es so, ja, beim Hexenschuss sind wir bei der heißen 7 und natürlich ist die Nummer 2 da sehr wichtig und auch der Schlafplatz. Denken Sie bitte immer an den Schlafplatz. Sie haben ja schon ein Manuskript bekommen, die Beschreibung für den Schlafplatz, was Sie alles tun können. Jetzt gibt es Menschen, die sollten für ihre Schilddrüse etwas einnehmen. Und kommen zum Apotheker und sagen, wissen Sie was, ich kriege das nicht runter, die halbe Stunde da vor dem Frühstück. Ja, da habe ich super Mineralstoff für Sie. Ich habe den auch für Sie natürlich. Das ist die Nummer 15, Kaliumjodatum für die Schilddrüse. Das Jod ist im ganzen Körper wichtig, aber es reichert sich in der Schilddrüse an. Und wie zeigt sich so ein Mangel? Unentwegtes Räuspern ist der Schrei der Schilddrüse nach der Nummer 15. Eine gewisse Niedergedrücktheit, eine Weinerlichkeit ist der Schrei nach der Nummer 15. Oder wenn es hier sofort etwas zu eng wird, die Menschen wollen das alle wirklich weit haben hier, kein enger Schmuck, keine enge Bluse, kein enger Pullover, keine Krawatte, nichts darf da eng sein, dann ist es das Zeichen, dass hier die Nummer 15 empfehlenswert wäre.
und eine besondere Erregbarkeit, wenn man so ununterbrochen am Turbo ist, sozusagen, dann ist die Nummer 15 hier sehr wertvoll. Es hat sich aber gezeigt, wenn man mit der Nummer 14 beginnt, also dieses Kaliumbromat, und darum steht es ja auch da, Unruhe, Rastlosigkeit, 5 bis 7 Stück eine Woche lang von diesem Mineralstoff einnehmen und dann die Nummer 15 dazu, dann ist es so, dass wirklich, jeder Mensch muss sich natürlich hier selber beobachten, dass hier Rastlosigkeit und Ruhelosigkeit sich beruhigt. Also wirklich ausklingt, oder wie soll man sagen, dass man halt nicht mehr innerlich so unter Druck ist und ja, ruhiger wird. Und natürlich, hier ist jeder auf seine Selbstbeobachtung verwiesen, dass er das wirklich gut anwenden kann. Jetzt gibt es eine Empfehlung, ein Grengel, das habe ich auch da hereingeschrieben, ein Grengel mit Nummer 4, 14 und 15. Die Nummer 4, weil das ja Drüsen sind, Schilddrüse, 14 Unruhe, Rastlosigkeit und 15 dieser Druck, auch der innere Druck. Und das kann auch Menschen helfen, die Schilddrüsenmedikamente einnehmen müssen, hier auftragen und haben noch eine zusätzliche Unterstützung für ihre Schilddrüse. Ich habe schon bei der Nummer 5 von der Leistung gesprochen. Menschen, die ungeheuer viel leisten, die nur leisten, die ihren Wert vielleicht von der Leistung ableiten. Also ich bin für Leistung natürlich, grundsätzlich, aber Leistung, wenn es dran ist. Und nicht immer leisten. Es gibt Menschen, die fahren in Urlaub und müssen leisten. Animation. Ich kann mich erinnern, mein Sohn war irgendwo da auf so einem tollen Hotel, war im Pool und dann ist der Animateur gekommen und hat gesagt, tun Sie doch da mit. Dann hat er mein Sohn gesagt, that makes me ill. Das macht mich krank. Gut, also immer leisten, nein. Leisten, wenn es dran ist. Und es gibt Menschen, bei denen ist die Latte zu hoch. Das ist wie ein Hochspringer, der immer über eine Latte springen will, die zu hoch ist. Wissen Sie was? Man kann auch unten drunter durchspringen. Ideale auf das lebbare Maß herunterholen. Muss denn wirklich euer alles so genau nehmen? Wäre ein Satz, der hier passen würde. Und die Folge von dieser Überanstrengung sind Schlupflieder. Dann, wenn die Wimper unter das Lid schlüpft, wenn das Oberlid wie eine Hautfalte hier auf dem Augapfel drauf liegt, Schlupflieder, also diese Überlastung. Und da gibt es noch ein paar Sätze dazu. Wo ein Wille, da ein Weg. Ja, da musst du eisern durch und ein bisschen hinterfotzig, wenn du nur gewollt hättest. Aber wissen Sie was? Es gibt auch Grenzen für den Willen. Die gibt es auch. Und das wird man dann respektieren. Selbstverständlich. Allerdings noch etwas. Die Nummer 22, das Calcium Carbonicum, ist für Entwicklungsrückstände ein hervorragender Mineralstoff. So, der Blitz hat mir eine Viertelstunde noch oder 10 Minuten noch geschenkt. Zum Schluss noch ein Witz, ein bisschen was zum Schmunzeln. Das letzte Mal haben wir Omas Hausmittel gehabt. Heute haben wir einen Mann, der zum Arzt kommt und sagt, ich sage es in der Mundart, Doktor, ich möchte 100 Jahre werden. Sagt der Doktor, das haben wir gleich. Rachst? Na, Pfui, sowas grausig tue ich nicht. Trinkst? Na, bitte. Jetzt kennen ihn schon 20 Jahre. Trink keinen Tropfen Alkohol. Er weiß nicht einmal, wie der Alkohol schmeckt. Und was er isst? Mach mir eine Diät. Die ist so super. Und die hält da auch was so genau ein. Am besten war es, wenn der Doktor auch die Diät macht und hat. Na, und die Frauen? Na, die Frauen schaut er nicht an. Dann fragt ihn der Doktor, für was willst du überhaupt 100 Jahre werden?
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bitte bedenken Sie, im Ausbildungskurs habe ich für einen Mineralstoff so viel Zeit wie heute für den ganzen Abend. Also der Mineralstoff Nummer 2 hat ein Dreiviertel Stunden den Mineralstoff und dann noch eine Stunde Psychosomatik dazu. Vielleicht wird der Kurs interessant. Gehen Sie in die Homepage von der GBA, Gesellschaft für Biochemie nach Dr. Schüssler und Antlitzanalyse. Da bin ich der Vorsitzende, wir haben fast 1000 Mitglieder und wir haben auch einen Ausbildungskurs. Danke, liebe Nana, übernimm du. Thomas, es war großartig, es war spannend, du hast uns dein Wissen geschenkt. Und weißt du, ich habe auch da einen Satz. Du hast immer einen Witz, die Nana hat immer die Sätze. Der ist mir jetzt am Ende noch wirklich ein Anliegen. Der Satz heißt, es ist nett, wenn man wichtig ist. Aber es ist viel wichtiger, dass man nett ist. Du bist so ein sympathischer, liebenswerter, netter Mensch. Könnte ich knuddeln und du hast uns über 2 Stunden deiner Zeit geschenkt, deiner Erfahrungen. Schau, was geschrieben wird, deines großartigen Wissens. Wir können alle damit was anfangen, auch wenn wir nicht mit allem was anfangen können. Aber jeder nimmt sich das wieder raus. Und du hast uns eine herrliche Botschaft heute wieder mitgenommen. Ich bin stolz, dass ich dich kennen darf und ich bin stolz, dass ich so etwas mit dir veranstalten darf. Und ich danke euch wiederum ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Und weißt du, so hopperlos mit Leitungen, das ist halt so bei Webinaren. Wenn man zu einem Vortrag fährt, kann man vielleicht im Stau stehen oder dann geht's Licht aus oder der Beamer explodiert. Es kann sein, alles ist möglich. Mein Gott, wir leben. Gott sei Dank sind wir da. Herbst machen wir weiter. Im Herbst macht, das wollt ihr natürlich jetzt noch hören. Also es ist jetzt, glaube ich, ein paar Wochen Pause. Die Nana macht im August eine Basenfastenwoche. Das schicke ich euch morgen rund nochmal online, weil im Sommer gibt es ja so viel Obst und Gemüse. Natürlich mit ganz viel Wissen vom Thomas dabei, mit ganz viel biochemischem Verständnis, warum es wichtig ist, die Haxen zu baden, die Leber zu wickeln, die Schadstoffe auszuleiten. Und da hat er uns ja so großartig viele Sachen mitgegeben. Danke herzlich. Ich schicke morgen wieder was rund. Ich schreibe ein bisschen was. Wir schreiben euch auch, wenn die Aufzeichnungen dann fertig sind. Ich muss jetzt dann gleich unten mit meinem Mann reden, dass er bis Mitternacht noch alles zusammenschneidet und wir dann dem Thomas schicken. Ich freue mich, wenn wir weitermachen. Es wird bald Informationen geben zu den Herbstvorträgen. Und da habe ich ganz viel schon im Kopf. Und ich freue mich sehr, wenn ihr dann wieder dabei seid. Danke herzlich. Ich hätte, bald. Ich hätte was. Achso, du hättest. Moment, was. Thomas, bleibst noch da. Ja. Naja, wir haben da wegen der Schilddrüsencreme, wo man die kriegt. Achso, die 4, die 14 und die 15, dieses Creme. Ja, diese Schilddrüsencreme gibt es natürlich in jeder Schüsseler-Apotheke, die Partnerapotheke von der Adler Pharma ist. Die Adler Apotheke in Zell am See stellt diese Cremegele her. Und die Apotheken haben das zur Verfügung. Alle Apotheken, die Partnerapotheken der Adler Pharma sind, bekommen alle Spezialitäten. Ich weise da mal zum Beispiel auf Zäpfchen hin. Die Fieberzäpfchen, die Analzäpfchen für juckendes, für innenliegende Hämorrhoiden. Oder die Vaginalzäpfchen für Ausfluss, für trockene Schleimhäute und so weiter. Und dass man sich Tropfen machen kann. Ich habe Ihnen auf dem Zettel, habe ich Ihnen auch die Zubereitung der Nasentropfen aufgeschrieben. Den Zettel kriegen Sie ja dann morgen, ist ein bisschen ein Schwindelzettel. Also, was ist das? Zusammenfassung für Sie. Ja, Zusammenfassung. Und jetzt fällt mir noch gerade was ein, weil wir machen ja einen Vital- oder Gesundheitstag am 22.11., wo auch der Thomas dabei sein wird und mit seinem großartigen Wissen, wo er Workshops machen wird. Der wäre ja im März geplant gewesen und da hat uns Covid-19 eben das nicht erlaubt. Von daher wird das jetzt im November sein. Diese Ausschreibungen folgen jetzt dann im Juli und August bald. Da werdet ihr informiert und ich freue mich schon sehr. Und Thomas ist da an meiner Seite und von daher wird dieser Tag gelingen. Thomas, noch du was? Spitze. Also, nein. Jesus Maria! Ja, wieder was.
Wegen der Gesichtssymptomatik. Wer in meine Homepage geht, der kann alle Bücher sehen, die ich geschrieben habe. Also es sind über 30 Bücher und da können Sie nachschauen und da gibt es das Antlitzanalysebuch. Gut, ich habe jetzt 30, Entschuldige. hab erst Das 15 geschrieben, du hast schon 30 geschrieben. Deshalb herzlichen Dank für alles. Wir passt wünschen euch schon. eine gute Nacht. Bis bald. Vielen Dank. Wir werden euch informieren. Morgen kommt ein Rundmail. Danke für eure Teilnahme. Danke, dass ihr das so leben lasst und dass wir mit euch kommunizieren können, auch auf diese Art und Weise. Thomas, herzlichen Dank. Gute Nacht euch allen. Vielen Dank. Baba. Tschüss. Ciao. Ciao.